Wir haben bereits von der Erleuchtung Siddharthas gehört. Nachdem der Bodhisattva Mara mitsamt seinen Töchtern überwunden hatte, war der Weg zur Erleuchtung frei, die Siddhartha mit 35 Jahren unter dem Bodhibaum in drei Etappen, den sogenannten drei Nachtwachen, erlangte. In der ersten Nachtwache erinnerte sich an alle Existenzen, die er bis zu diesem Leben durchlaufen hatte. In der zweiten Nachtwache erkannte er den zur Wiedergeburt führenden Mechanismus und in der dritten Nachtwache erkannte er die vier edlen Wahrheiten. Die Erlangung der höchsten Erkenntnis wird zudem als Erlangung des Nirvanas gekennzeichnet, als Befreiung von Geburt, Alter, Krankheit, Tod, Leid und Unreinheit im Sinne geistiger Befleckung. Ich habe ebenfalls schon darauf hingewiesen, dass die Quellen nicht eindeutig sind in Bezug auf den Inhalt der Erleuchtungserfahrung. Dem Mahavadana Sutra und dem Lalita Vistara zufolge ist der Einblick in den Pratityasamutpada genannten Lehrsatz vom Entstehen in Abhängigkeit der unmittelbare Anlass zur Erlangung der höchsten Erleuchtung. Nach den frühen Pali-Texten und dem Chatushparishad-Sutra erfolgt die Erkenntnis des Konditionalnexus jedoch erst nachträglich und ist somit für die Erleuchtung selbst nicht konstitutiv. Ich werde daher in einem ersten Schritt die vier edlen Wahrheiten, den edlen achtfachen Pfad sowie die Anatman-Lehre darstellen und dann anschließend den Konditionalnexus und sein Verhältnis zur Erleuchtungserfahrung diskutieren. Beginnen wir mit den vier edlen Wahrheiten, die nach guter alter Überlieferung den Inhalt der Verkündigung bilden, mit der der Buddha seine Lehrtätigkeit eröffnete, der Predigt von Benares bzw. im Rehpark von Sarnath. Wir wollen zum Einstieg das Dhammacakkappavattana Sutta, den Lehrtext vom Andrehen des Rades der Lehre, einmal in größeren Ausschnitten lesen. Vorab zum Titel. Wie nach indischer Sage den Chakravartin, dem weltbeherrschenden König, ein wunderbares Rad voranrollt und den Weg auf seinem Siegeszug zur Eroberung der Erde zeigt, so hat der Buddha durch diese Predigt das Rad der Lehre in Bewegung gesetzt, das von da an siegreich über die Erde rollt. Gerichtet ist die Rede, wir erinnern uns, an die fünf ehemaligen Asketengefährten, welche ihn verließen, als er die übermäßigen Kasteiungen als nutzlos aufgab. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Benares am Seersteine im Wildparke. Dort nun wandte sich der Erhabene an die fünf verbündeten Mönche. Zwei Extreme sind ihr Mönche von Hauslosen nicht zu pflegen. Welche zwei? Bei den Sinnendingen sich dem Anhaften am Sinnenwohl hingeben, dem niederen, gemeinen, gewöhnlichen, unedlen, heillosen und sich der Selbstqual hingeben, der schmerzlichen, unedlen, heillosen. Diese beiden Extreme vermeidend ist der Vollendete zum mittleren Weg, erwacht, der sehend und wissend macht, der zur Beruhigung, zum Überblick, zur Erwachung, zum Nirvana führt. Und was ist dieser mittlere Weg? Es ist der edle achtfältige Pfad, nämlich rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Einigung. Das ist, ihr Mönche, der mittlere Weg, zu dem der Vollendete erwacht ist, der sehend und wissend macht, der zur Beruhigung, zum Überblick, zur Erwachung, zum Nirvana führt. Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit vom Leiden. Geburt ist Leiden, Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden, Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsinn und Verzweiflung sind Leiden. Vereint sein mit Unliebem ist Leiden. Getrennt sein von Lieben ist Leiden. Was man verlangt, nicht erlangen, ist Leiden. Kurz gesagt, die fünf Faktoren des Ergreifens sind Leiden. Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Leidensentwicklung. Es ist dieser Durst, der Wiederdasein sähne, Genügensreiz verbundene, dort und dort sich ergötzene, nämlich der sinnliche Durst, der Daseinsdurst, der Nichtseinsdurst. Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Leidensauflösung. Es ist eben dieses Durstes restloser Entreizung und Auflösung, von ihm zurücktreten, ihn loslassen, sich von ihm lösen, nicht mehr an ihm haften. Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von dem zur Leidensauflösung führenden Pfad. Es ist eben dieser edle achtfältige Pfad, nämlich rechte Erkenntnis bis rechte Einigung. Und solange ich, ihr Mönche, bei diesen vier edlen Wahrheiten nicht der Wirklichkeit gemäß die dreifache Wissensklarheit in 12 Begriffen wohlgeläutert gewonnen hatte,
war ich mir auch nicht klar darüber, ihr Mönche, ob ich in der Welt mit ihren Göttern, ihren Marus und Brahmas, mit ihrer Schar von Asketen und Brahmanen, mit ihren Göttern und Menschen in der unvergleichlichen, vollkommenen Erwachung auferwacht war. Sobald ich aber, ihr Mönche, bei diesen vier edlen Wahrheiten der Wirklichkeit gemäß die dreifache Wissensklarheit in 12 Begriffen wohlgeläutert gewonnen hatte, da war ich mir auch klar darüber, dass ich in der Welt mit ihren Marus und Brahmas, mit ihrer Schar von Asketen und Brahmanen, mit ihren Göttern und Menschen in der unvergleichlichen, vollkommenen Erwachung auferwacht war. Und mir ging die Wissensklarheit auf. Unerschütterlich ist meine Gemütserlösung. Dies ist die letzte Geburt. Und nicht mehr gibt es Weitersein. Also sprach der Erhabene. Der Buddha geht also im Stile eines Arztes vor. Diagnose, Ätiologie, Prognose und Therapie. Anhand der Symptome, Geburt, Alter, Krankheit und Tod, weist er die Krankheit nach. Als deren Ursache erkennt er den Durst bzw. das Begehren oder die Gier. Er stellt dann fest, dass mit der Aufhebung dieser Ursache auch die Krankheit aufgehoben wird und macht schließlich einen Therapievorschlag. Er zeigt den Weg, auf dem es möglich wird, diesen Durst aufzuheben. Anders formuliert, Dukkha muss verstanden, seine Ursache aufgegeben, sein Aufhören verwirklicht und der konkrete Pfad zu dieser Verwirklichung entfaltet werden. Genauer gesagt, und dies wird im Folgenden zu klären sein, sind es die 5 Daseinsgruppen, die Skandhas, die man verstehen muss, Unwissenheit und Begehren nach Existenz, was aufgegeben werden muss, Erkenntnis und Freiheit, die verwirklicht werden müssen, und Geistesruhe, Samatha und Einsicht, Vipassana, die entfaltet werden müssen. Doch der Reihe nach. Die erste edle Wahrheit beschreibt demnach das Symptom der kontinuierlichen Frustration angesichts universaler Vergänglichkeit, die auch ihren Ausdruck in der buddhistischen Lehre der 3 Daseinsmerkmale gefunden hat, der zufolge alles vergänglich, Anitya, unzulänglich oder existenziell frustrierend, Dukkha, und wesenlos, Anatman ist. Im Dhammapada, der ältesten buddhistischen Spruchsammlung, lesen wir dazu Folgendes. Unstet ist jede Daseinsform, leidvoll ist jede Daseinsform, die Dinge all sind wesenlos. Wenn das mit Einsicht man erkennt, dann löst man sich vom Leiden los. Dies als der Weg zur Reinheit gilt. In den Lehrreden finden sich oft Hinweise auf das Verhältnis der 3 Merkmale, in dem eine progressive Struktur beschrieben wird, die vom Wahrnehmen der Vergänglichkeit, Anitya, über das Anerkennen der unzulänglichen Natur dessen, was vergänglich ist, Dukkha, zu der Erfahrung der Natur des Nicht-Selbst des Unzulänglichen führt. Wir werden das gleich noch im Zusammenhang mit dem Anattalakkhana-Sutta sehen. Der Buddha weist hier seine ersten Schüler an, sich der Natur der Vergänglichkeit in jedem Aspekt subjektiver Erfahrung deutlich bewusst zu werden. Davon ausgehend kommt dann die Schlussfolgerung, dass alles Vergängliche keine dauerhafte Befriedigung bieten kann und sich daher als ungeeignet erweist, für Ich oder mein Selbst gehalten zu werden. Die Idee ist, dass ein klares Bewusstsein der Vergänglichkeit zu einem zunehmenden Grad der Desillusionierung führt, was wiederum nach und nach dessen Geist verwurzelte Anhaften an Ich und Mein vermindert. Im Buddha Goshas Weg zur Reinheit, dem Visuddhimagga, der ältesten systematischen Darstellung des Theravada-Buddhismus aus dem 5. Jahrhundert, heißt es dazu: Alle Gebilde, die sich da zwischen dem Aufsichtnehmen und Niederlegen des Körpers befinden, sind vergänglich. Und wieso? Weil sich da ein Entstehen und Hinschwinden zeigt, ein Anderswerden. Weil die Gebilde bloß für eine Zeit bestehen und die Beständigkeit ausschließen. Weil aber die aufgestiegenen Gebilde den Beharrungszustand erreichen und im Beharrungszustand durch das Alter erschöpft werden und nach Erreichung des Verfalls unvermeidlich zur Auflösung gelangen, darum gelten sie, eben weil sie immer wieder bedrückt werden, schwer zu ertragen sind, die Grundlagen des Leidens bilden und Glück ausschließend, als Elend, Dukkha. Möchten doch die aufgestiegenen Gebilde nicht das Beharrungsstadium erlangen? Möchten doch die zum Beharrungsstadium Gelangten nicht altern? Möchten doch die zu Alter Gelangten sich nicht auflösen? Weil in dieser dreifachen Hinsicht keiner über die Gebilde Gewalt hat und die Gebilde daher leer sind an einem die Macht darüber ausübenden, darum gelten sie, sofern sie eben leer, herrenlos, machtlos sind und ein Selbst ausschließen, als unpersönlich, Anatta.
Zentralen Begriffe, die es demnach zu klären gilt, sind die Unzulänglichkeit bzw. existenzielle Frustration, Dukkha, das Begehren bzw. der Durst, Tanha in Pali oder auf Sanskrit Trishna, und der edle achtfache Pfad. Beginnen wir mit Dukkha und Trishna. Drei Arten von Dukkha gibt es nach buddhistischem Verständnis. Erstens Dukkha Dukkata, die in physischen und psychischen Leiden bestehende Leidhaftigkeit. Zweitens Viparinama Dukkata, die in der Veränderlichkeit bestehende Leidhaftigkeit, womit die für eine angenehme Empfindung typische Leidhaftigkeit beim Verfall bzw. das Umschlagen dieser in Missstimmung bezeichnet wird. Drittens Sanskara Dukkata, die Leidhaftigkeit der verursachten Daseinsformen, womit die metaphysische Leidhaftigkeit bezeichnet wird, die allen verursachten Daseinsfaktoren als solchen aufgrund ihrer Vergänglichkeit zukommt. Alles ist Dukkha, unzulänglich und existenziell frustrierend, weil kein Phänomen der Welt dauerhafte Befriedigung bieten kann. Im Visuddhimagga gibt Buddha Großer zu diesem Schlüsselbegriff die folgende Erklärung. Warum aber gilt die Geburt als Leiden? Weil sie die Grundlage bildet zu all den mannigfachen Leiden. Mannigfach wahrlich sind die Leiden, als wie da sind, in Schmerzen bestehendes Leiden, in Wechsel bestehendes Leiden und das Leiden der Daseinsgebilde. Hierunter gelten die körperlichen und geistigen Schmerzgefühle, da sie sowohl ihrer Natur nach als auch der Bezeichnung nach schmerzvoll sind, als das in Schmerzen bestehende Leiden. Weil das Freudegefühl infolge seines Wechsels die Bedingung bildet zur Entstehung von Leiden, darum gilt es als das im Wechsel bestehende Leiden. Weil das indifferente Gefühl genauso wie die übrigen Gebilde der drei Daseinsebenen durch Entstehen und Vergehen bedrückt werden, darum gelten sie als Leiden der Daseinsgebilde. Was den Durst, die Gier, das Begehren, Tanha bzw. Trishna betrifft, so weiß die erste Predigt des Buddhas nur zu sagen, dass er die Ursache des Leidens ist. Wie dies geschieht, auf welche Weise er das Leiden verursacht, wird nicht gesagt. Die übrigen Texte des Kanons bringen hier weitere Aufklärung, insofern sie die Bedeutung des Begriffes besser zu verstehen lehren. In erster Linie wird dabei an die Vorstellung von der Berührung der Sinnesorgane mit den Sinnesobjekten angeknüpft. Die Sinnesorgane treten mit den Sinnesobjekten in Berührung und werden sozusagen durch sie gefesselt. Im älteren Buddhismus finden sich hier verschiedenartige Anschauungen, die teilweise unvermittelt nebeneinander stehen. Sehr häufig spricht der Buddha von der durch das Auge erkannten Formen, den durch das Ohr erkannten Tönen, den durch die Nase erkannten Gerüchen, den durch die Zunge erkannten Geschmäcken und den durch den Körper erkannten Berührungen und warnt davor, sich von ihnen betören zu lassen. Daneben steht die Vorstellung von den sechs äußeren und den sechs inneren Bereichen, wobei zu den fünf Sinnesorganen und den entsprechenden Sinnesobjekten noch das Manas, das Denkorgan, auf gleicher Stufe mit den Sinnesorganen erscheint und ihm als Objekt alle dem Denken fassbaren Dinge unter dem Namen Dharmas, was hier so viel wie Gegebenheiten bedeutet, zugeordnet werden. Schließlich wird noch häufig eine Gruppe von 18 Elementen genannt. Hier werden zusätzlich zu den sechs inneren und den sechs äußeren Bereichen noch die sechs dadurch hervorgerufenen Bewusstseins- bzw. Erkenntnisformen genannt, also das Augenerkennen, das Gehörerkennen und so weiter. Sie sehen, auch die Buddhisten sind ganz wie die Jainas große Freunde umfassender Katalogisierungsmaßnahmen und Liebhaber endloser Listen. Der Grundgedanke ist dabei derselbe. Durch die Berührung der Sinnesobjekte mit den Sinnesorganen werden neben dem Erkennen auch Empfindungen hervorgerufen, und diese wecken die Begierde, welche den Namen Tanha bzw. Trishna trägt. Das ist die Entstehung des Durstes. Soweit so unspektakulär. Was hat es nun mit dem Daseins- und Selbstvernichtungsbegehren auf sich? Man unterscheidet zunächst den Durst nach Begierden, das heißt nach den Sinnesgenüssen, und dem Durst nach dem Werden, das heißt nach der Verkörperung. Aber damit nicht genug. Man fügte außerdem als drittes den Durst nach Vernichtung hinzu. Die Lehre des Buddhas zeigt ja, wie wir wissen, die ausgeprägte Neigung, alle Extreme zu verwerfen und alle Gegensätze abzulehnen, um auf dem mittleren Pfad zur Erlösung zu schreiten. Das Streben nach Vernichtung wurde also ebenso verworfen und als verhängnisvoller Irrweg erklärt, wie das Haften am Dasein. Die zweite Form des Durstes kommt folgendermaßen zustande. Für die Verstrickung in das Dasein ist es besonders verhängnisvoll, dass man die irdische Persönlichkeit für das wahre Ich, den Atman, hält.
Demgegenüber hat der Buddha gezeigt, dass die irdische Persönlichkeit in Wahrheit nur eine Verbindung verschiedener Arten von materiellen und geistigen Gegebenheiten, sogenannter Dharmas, ist, welche alle vergänglich sind und dem Diesseits angehören. Dazu gleich noch mehr im Zusammenhang mit der Lehre vom Nicht-Selbst, Anatman. Wer aber nun, wie es unter gewöhnlichen Menschen die Regel ist, diese Gegebenheiten für das Ich hält, der klammert sich an sie. Und dieses existenzielle Hängen an der irdischen Persönlichkeit ist eine der wichtigsten Ursachen für das ständige Wiedergeborenwerden. Das ist die zweite Form des Durstes, das sogenannte Daseinsbegehren. Gönnen wir uns zu diesen wichtigen Begriffen eine Reihe scholastischer Ausführungen aus dem Visuddhimagga. Den Namen der Objekte entsprechend werden 6 Begehrensarten gelehrt, nämlich Formbegehren, Tonbegehren, Duftbegehren, Geschmackbegehren, Körpereindrucksbegehren und Geistobjektbegehren. Es ist genauso, wie wenn der Sohn nach seinem Vater etwa Kaufmannssohn oder Brahmanensohn genannt wird. Jede dieser Arten des Begehrens aber wird nach Art ihres Auftretens als dreifach betrachtet, als sinnliches Begehren, Daseinsbegehren oder Selbstvernichtungsbegehren. Wenn zum Beispiel das Formbegehren bei seinem Auftreten sich in sinnlich genießender Weise des in den Sehbereich eingetretenen Sehobjektes erfreut, so gilt es als das sinnliche Begehren. Tritt das Begehren aber zusammen mit der Ewigkeitsansicht auf, nämlich dass eben dieses Objekt beständig und ewig sei, so gilt es als das Daseinsbegehren, denn die mit der Ewigkeitsansicht verbundene Gier gilt als Daseinsbegehren. Tritt das Begehren aber zusammen mit der Selbstvernichtungsansicht auf, nämlich dass eben dieses Objekt vernichtet werde und zugrunde gehe, so gilt es als das Selbstvernichtungsbegehren, denn die mit der Selbstvernichtungsansicht verbundene Gier gilt als das Selbstvernichtungsbegehren. Diese Erklärung gilt auch beim Tonbegehren und so weiter. Diese 18 Arten des Begehrens gibt es, und zwar gibt es solche 18 hinsichtlich des Sehobjektes und so weiter an der eigenen Person und 18 hinsichtlich der Außenwelt, zusammen also 36. Insofern es aber 36 Arten des Begehrens hinsichtlich der Vergangenheit gibt, 36 hinsichtlich der Gegenwart, 36 hinsichtlich der Zukunft, so gibt es eben insgesamt 108 Arten des Begehrens. Alle diese aber sind mit Hinsicht auf die Objekte, wie Sehobjekt und so weiter zusammengefasst, als die 6 Arten des Begehrens zu betrachten, mit Hinsicht auf das sinnliche Begehren und so weiter aber bloß als 3 Arten. Die letzten 3 Formen des Begehrens, die der Buddhismus unterscheidet, beziehen sich auf die 3 Avacara genannten Gebiete oder Sphären, die Sinnessphäre, die feinkörperliche Sphäre und die unkörperliche Sphäre. Wir lesen dazu im Dhammasangani, dem ersten Buch des Abhidhamma-Pitaka, das von der Tradition Shariputra zugeschrieben wird, Folgendes. Was sind Dinge der Sinnessphäre? Angefangen von der Avicii-Hölle bis hinauf zu den Göttern, die über das von anderen geschaffene Gebieten. Was innerhalb dieses Raumes sein Gebiet hat, was dorthin zugehörig ist, die Daseinsgruppen, Elemente und Sinnesgrundlagen, und zwar körperliche Dinge, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung und Bewusstsein, das sind die Dinge der Sinnessphäre. Was sind Dinge der feinkörperlichen Sphäre? Angefangen von der Brahma-Welt bis hinauf zu den Akahita-Göttern, was dort innerhalb dieses Raumes sein Gebiet hat, was dorthin zugehörig ist, das heißt, das Bewusstsein und die Bewusstseinsfaktoren eines in den entsprechenden Erreichungszustand eingetretenen oder eines dort Wiedergeborenen oder dort im Gegenwartsglück Lebenden. Was sind Dinge der unkörperlichen Sphäre? Angefangen von den im Raumunendlichkeitsgebiet befindlichen Gottheiten bis hinauf zu den Gottheiten des Gebietes von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung, was dort innerhalb dieses Raumes sein Gebiet hat, was dorthin zugehörig ist, das heißt, das Bewusstsein und die Bewusstseinsfaktoren eines in den entsprechenden Erreichungszustand eingetretenen oder eines dort Wiedergeborenen oder dort im Gegenwartsglück Lebenden. Diese verschiedenen Sphären werden uns im Kontext der buddhistischen Kosmographie noch einmal begegnen. Hier ist es nur wichtig zu wissen, dass der Buddhismus diese 3 Sphären unterscheidet und den darauf bezogenen Durst dreifach unterteilt. Soweit zur Diagnose und Ätiologie. Kommen wir nun zur Prognose und Therapie, also dem edlen achtfachen Pfad, der die Verwandlung vom unwissenden und leidenden Weltling in einen erwachten und existenziell befreiten Heiligen, einen Arhat, ermöglicht. Der edle achtfache Pfad besteht aus rechter Anschauung bzw. rechter Einsicht, rechter Absicht bzw. rechtem Entschluss, rechter Rede, rechtem Handeln,
rechter Lebensführung, rechter Anstrengung, rechter Achtsamkeit sowie rechter Sammlung bzw. rechter Versenkung oder Einswerdung. Dabei wird der gesamte achtfache Pfad nochmal dreifach gegliedert in erstens in Prajna, das heißt Erkenntnis, Einsicht, Weisheit oder Gnosis, die die ersten beiden Glieder des achtfachen Pfades beinhaltet. Zweitens Shila, das heißt Sittlichkeit bzw. ethische und moralische Lebenspraxis, die wiederum die Glieder 3 bis 5 umfasst, sowie drittens Samadhi, das heißt Sammlung, wobei hier umfassender die Geist- bzw. Bewusstseinsschulung insgesamt gemeint ist. Samadhi umfasst dabei die letzten drei Glieder. Das Wort Sama bzw. Samyak, das jedem einzelnen Glied des achtfachen Pfades vorgestellt ist, bedeutet wörtlich Zusammengehörigkeit oder in einem vereint. Wenn es gewöhnlich als Recht übersetzt wird, bedeutet dies nicht, dass beispielsweise die buddhistische Achtsamkeit richtig und alles andere unbedingt falsch ist. Stattdessen weist Sama vielmehr auf die Notwendigkeit hin, dass die einzelnen Glieder des achtfachen Pfades zusammen kultiviert werden müssen. So wird die Versenkung nicht zur rechten Versenkung, wenn man die Fähigkeit entwickelt hat, sich besonders intensiv zu vertiefen. Das entscheidende Kriterium, aufgrund dessen die Versenkung zur rechten Versenkung wird, besteht darin, dass sie in der Vereinigung mit den anderen Gliedern des edlen achtfachen Pfades entwickelt wird. Genauso wird Achtsamkeitsmeditation, Satipatthana, nur zur rechten Achtsamkeit, Samasati, wenn sie im wechselseitigen Zusammenhang mit den anderen sieben Gliedern des Pfades entwickelt wird. Der erste deutsche buddhistische Mönch, Nyanatiloka Mahathera, erklärte die einzelnen Glieder folgendermaßen. Rechte Einsicht ist die Erkenntnis der Wahrheit vom Leiden, von der Leidensentstehung, von der Leidenserlösung und von dem zur Leidenserlöschung führenden Pfade. Rechte Absicht ist entsagende, hasslose, friedfertige Gesinnung. Rechte Rede ist Vermeidung von Lüge, Zwischenträgerei, roher Rede und törichter Rede. Rechtes Handeln ist Vermeidung von Töten, Stehlen und Ehebrechen. Rechte Lebensführung ist Vermeidung eines die anderen Wesen schädigenden Berufes. Rechte Anstrengung ist die Anstrengung, karmisch unheilsame, üble Dinge zu vermeiden oder zu überwinden und heilsame Dinge zu erwecken und zu erhalten. Rechte Achtsamkeit ist die beständige Achtsamkeit auf Körper, Gefühl, Bewusstsein und die geistigen Objekte. Rechte Versenkung ist die in den vier Vertiefungen ihren Gipfelpunkt erreichende Sammlung. Der achtfache Pfad, so Nyanatiloka weiter, sei genau genommen überhaupt kein Pfad. Das heißt kein Pfad, auf dem man etappenweise vorwärts schreite, bis man nach sukzessiver Durchlaufung aller acht Stationen schließlich dem Ziele, dem Nirvana, angelangt sei. In Wirklichkeit würden die Sittlichkeit bildenden Glieder 3 bis 5 als erstes zur Vollendung gebracht, dann die als Geistesschulung oder Sammlung geltenden Glieder 6 bis 8 und zu allerletzt die beiden ersten Glieder. Der den übrigen Gliedern eine feste Stütze bietende wichtigste Bestandteil sei allerdings die rechte Erkenntnis, die vom keimhaften Verständnis ab sich ganz allmählich bis zum höchsten Hellblick entwickle und die unmittelbare Bedingung zum Eintritt in die vier überweltlichen Stufen der Heiligkeit und zur Verwirklichung des Nirvanas bilde. Ich habe auf die Reziprozität der Pfadfaktoren ja gerade im Zusammenhang mit dem Begriff Sama hingewiesen. Ein besseres Verständnis ermöglicht ein Blick in die Quellen. Genauer das Mahacattarissaka Sutta aus dem Majjhima Nikaya, anhand dessen ich den achtfachen Pfad im Folgenden nochmal erläutern werde. In der kurzen Rahmenerzählung, die in Shravasti spielt, nennt der Buddha als Thema seiner Predigt die rechte Versenkung, Samyak Samadhi, samt ihren Bedingungen und Erfordernissen. Das Thema ist also das achte Glied des achtfachen Pfades. Samyak Samadhi wird dann definiert als Ausrichtung des Geistes auf einen einzigen Punkt, was in einigen Übersetzungen auch als Einspitzigkeit des Geistes übersetzt wird. Und zwar geht es um die Einspitzigkeit des Geistes, die mit den ersten sieben Gliedern des achtfachen Pfades ausgestattet ist. Diese werden im folgenden Text dann erläutert. Durch rechte Einsicht, so erklärt der Buddha, erkennt man, dass die falsche Ansicht falsch und die rechte Ansicht richtig sei. Er gibt die falsche Ansicht dann folgendermaßen wieder. Es gibt keine Gaben, nichts Dargebrachtes oder Geopfertes, keine Frucht oder Ergebnis guter und schlechter Taten, nicht diese Welt, nicht die andere Welt,
keine Mutter, keinen Vater, keine spontan geborenen Wesen, keine guten und tugendhaften Mönche und Brahmanen auf der Welt, die diese Welt und die andere Welt durch Verwirklichung mit höherer Geisteskraft erfahren haben und erläutern. Die rechte Sicht ist klarerweise das Gegenteil der falschen Sicht. Sie bringt gutes Karma und wird vom Buddha als niedere Form von einer höheren Form der rechten Einsicht unterschieden, die gar kein Karma mehr erzeugt. Diese höhere Form der rechten Einsicht ist Ariya, edel, sie ist Anasava, ohne Karma-Einflüsse, sie ist Lokuttara, überweltlich, und Maganga, in Übereinstimmung mit dem achtfachen Pfad. Definiert wird diese höhere Form von rechter Einsicht dann als Panna, Weisheit, Panindriya und Panabala, Fähigkeit und Kraft zur Einsicht, sowie als Fähigkeit zur Erforschung der Lehre und als Übereinstimmung mit der rechten Sicht des achtfachen Pfades. Indem man sich bemüht, die falsche Sicht aufzugeben und die rechte Sicht zu erlangen, hat man dem Buddha zufolge bereits rechte Anstrengung als sechstes Glied des Pfades. Indem man die falsche Sicht lässt und in der rechten Sicht, nachdem man sie einmal erlangt hat, verweilt, hat man rechte Achtsamkeit als siebtes Glied des Pfades. Die rechte Sicht ist Voraussetzung für die rechte Absicht bzw. Gesinnung. Was ist die rechte Absicht? Der Text verläuft ab jetzt wie üblich nach dem immer selben Schema. Durch die rechte Sicht erkennt man, dass die falsche Absicht falsch und die rechte Absicht richtig ist. Was ist die falsche Absicht? Eine Gesinnung voll sinnlicher Begierde, voll Übelwollen und voll Gewalttätigkeit. Die rechte Absicht ist wieder das Gegenteil der falschen Absicht. Sie bringt gutes Karma und wird vom Buddha wieder als niedere Form von einer höheren Form der rechten Absicht unterschieden, die gar kein Karma mehr erzeugt. Diese höhere Form der rechten Absicht ist wie üblich Ariya, edel, sie ist Anasava, ohne Karma-Einflüsse, sie ist Lokuttara, überweltlich und so weiter. Definiert wird diese höhere Form von rechter Absicht dann folgendermaßen. Das Denken, die Gedanken, die Absicht, das Verankern und Hinlenken des Herzens, die Ausrichtung des Herzens, die sprachliche Gestaltung in einem, dessen Geist edel ist, dessen Geist triebfrei ist, der den edlen Pfad besitzt und den edlen Pfad entfaltet. Indem man sich bemüht, die falsche Absicht aufzugeben und die rechte Absicht zu erlangen, hat man dem Buddha zufolge bereits rechte Anstrengung als sechstes Glied des Pfades, indem man die falsche Absicht lässt und der rechten Absicht, nachdem man sie einmal erlangt hat, verweilt, hat man rechte Achtsamkeit als siebtes Glied des Pfades. Auch das kennen wir bereits. Durch die rechte Sicht erkennt man, dass die falsche Rede falsch und die rechte Rede richtig ist. Was ist die falsche Rede? Unwahre Rede, böswillige Rede, der Gebrauch grober Worte und Geschwätz. Die rechte Rede ist natürlich wieder das Gegenteil der falschen Rede. Sie bringt gutes Karma und wird vom Buddha wieder als niedere Form von einer höheren Form der rechten Rede unterschieden, die gar kein Karma mehr erzeugt. Diese höhere Form der rechten Rede wird dabei folgendermaßen definiert. Das Abstandnehmen von den vier Arten sprachlichen Fehlverhaltens, das Entsagen, das Ablassen, die Enthaltung davon in einem, dessen Geist edel ist, dessen Geist triebfrei ist, der den edlen Pfad besitzt und den edlen Pfad entfaltet. Was ist nun das falsche Handeln? Das Töten von Lebewesen, Nehmen, was nicht gegeben wurde und Fehlverhalten in Sinnesvergnügen. Das rechte Handeln ist wieder das Gegenteil vom falschen Handeln, es bringt gutes Karma und wird vom Buddha als niedere Form von einer höheren Form des rechten Handels unterschieden, das gar kein Karma mehr erzeugt. Diese höhere Form des rechten Handelns wird folgendermaßen definiert. Das Abstandnehmen von den drei Arten körperlichen Fehlverhaltens, das Entsagen, das Ablassen, die Enthaltung davon in einem, dessen Geist edel ist, dessen Geist triebfrei ist, der den edlen Pfad besitzt und den edlen Pfad entfaltet. Was ist die falsche Lebensführung? Heucheln, murmeln, Wahrsagen, Anspielungen machen, mit Hilfe von Zugewinn nach weiterem Zugewinn trachten. Die höhere Form der rechten Lebensführung wird folgendermaßen definiert. Das Abstandnehmen von den vier Arten sprachlichen Fehlverhaltens, das Entsagen, das Ablassen, die Enthaltung davon in einem, dessen Geist edel ist, dessen Geist triebfrei ist, der den edlen Pfad besitzt und den edlen Pfad entfaltet. Mir ist klar, dass es ähnlich wie im Jainismus beim Sammeln guten Karmas nicht bleiben kann. Das Ziel ist natürlich überhaupt kein Karma mehr zu akkumulieren. Dafür ist offenbar die rechte Achtsamkeit zentral, mit der wir uns später noch ausführlich beschäftigen werden.
Im Zusammenhang mit dem Durst, genauer dem Daseinsbegehren, Bhava Trishna, sind uns bereits zwei weitere zentrale Gedanken der frühbuddhistischen Lehre begegnet. Erstens, die Vorstellung von materiellen und geistigen Gegebenheiten, die den Menschen konstituieren. Und zweitens, die Vorstellung, dass diese Gegebenheiten, die man normalerweise mit seinem wahren Selbst, Atman, identifiziert, nicht das Selbst des Menschen, Anatman, sind. Die Lehrrede vom Nicht-Selbst, das Anatta Lakkhana Sutta, ist nach traditioneller Auffassung die zweite Lehrrede des Buddhas gewesen. Es macht daher Sinn, auch dieses Sutta hier in Auszügen zu lesen. Der Körper, ihr Mönche, ist nicht das Ich. Wäre nämlich, ihr Mönche, der Körper das Ich, so würde er nicht der Krankheit unterworfen sein. Und man könnte vom Körper sagen, mein Körper soll so und so sein, mein Körper soll nicht so sein und so sein. Da nun aber, ihr Mönche, der Körper nicht das Ich ist, so ist er der Krankheit unterworfen und man kann vom Körper nicht sagen, mein Körper soll so und so sein, mein Körper soll nicht so und so sein. Was meint ihr, ihr Mönche? Ist der Körper veränderlich oder beharrend? Veränderlich her. Und was veränderlich ist, bringt das Leid oder Glück? Leid her. Und was veränderlich, leidvoll, vergänglich ist, kann man das etwa in diesem Sinne betrachten, das gehört mir, das bin ich, das ist mein Ich? Das ist unmöglich her. Ist die Empfindung, ist die Wahrnehmung, sind die Einprägungen, ist das Erkennen veränderlich oder beharrend? Veränderlich her. Und was veränderlich ist, bringt das Leid oder Glück? Leid her. Und was veränderlich, leidvoll, vergänglich ist, kann man das etwa in dem Sinne betrachten, das gehört mir, das bin ich, das ist mein Ich? Das ist unmöglich her. Darum also, ihr Mönche, was es auch an Körperlichkeit, was es auch an Empfindung, an Wahrnehmung, an Einprägung, an Erkennen gibt, vergangen, zukünftig oder gegenwärtig, eigen oder fremd, grob oder fein, hässlich oder schön, fern oder nahe, alle diese Gestalten, Empfindungen, Wahrnehmungen, Einprägungen und alles Erkennen sollte man in rechter Einsicht der Wirklichkeit gemäß so ansehen. Das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Ich. Wenn ihr Mönche ein kenntnisreicher, edler Jünger solches durchschaut, wird er des Körpers, der Empfindung, der Wahrnehmung, der Einprägung, des Erkennens satt. Indem er ihrer satt wird, wird er der Leidenschaft ledig, durch das Fernbleiben der Leidenschaft wird er erlöst und in dem Erlösten steigt die Erkenntnis auf, erlöst bin ich, erschöpft hat sich die Wiedergeburt, gelebt ist der heilige Wandel, was zu tun war, ist getan, nicht mehr ist diese Welt für mich, so erkennt er. Hier wird das gesamte körperliche und mentale Dasein des Menschen vom Buddha in Geistigkeit, Nama, und Körperlichkeit bzw. materielle Form, Rupa, eingeteilt, wobei er die Geistigkeit nochmal vierfach unterteilt in Vedana, Empfindung oder Gefühl, Sanjna, Wahrnehmung, Sanskara, Willensregung oder unbewusste Einprägung, sowie Vijnana, Erkennen bzw. intentionales Bewusstsein, sodass sich insgesamt fünf Gruppen oder Daseinsgruppen, sogenannte Skandhas, ergeben. Schauen wir uns die einzelnen Skandhas noch etwas genauer an. Rupa wird in den Lehrreden üblicherweise im Sinne der vier elementaren Eigenschaften der Materie definiert. Materielle Form bezieht sich einer Lehrrede zufolge auf alles, was der Einwirkung durch äußerliche Bedingungen wie Kälte und Hitze, Hunger und Durst, Moskitos und Schlangen unterliegt, wobei die Betonung auf der subjektiven Erfahrung von Rupa liegt. Vedana kann durch jeden der sechs Sinne ausgelöst werden. Hier werden Sehsinn, Hörsinn, Geruchssinn, Geschmackssinn, Tastsinn und das Denken, Manas, voneinander unterschieden. Ihnen korrelieren im objektiven Bereich Form oder Gestalt, der Ton, der Geruch, der Geschmack und so weiter. Samnya bezeichnet die Wahrnehmung von Farbe, Ton, Geruch und so weiter. Die Darstellungen in den Lehrreden setzen die Empfindung zu dem jeweiligen Sinnesorgan, die Wahrnehmung aber zu dem jeweiligen Sinnesobjekt in Bezug. Es macht deutlich, dass Empfindungen vor allem aufgrund der Affektion des Subjektes durch ein Objekt entstehen, während Wahrnehmungen sich auf die Eigenschaften des jeweiligen äußeren Objektes beziehen. Der Samskara bezeichnet einen Eindruck, eine durch vorangegangenes, auch durch Werke in einer früheren Geburt erworbene Anlage des Geistes. Es wird verschieden übersetzt als Geistesformation, Disposition, Einprägung, Willensimpuls oder Willensregung, die das jeweilige Handeln normalerweise unbewusst und automatisch konditioniert.
Am deutlichsten wird die Bedeutung des Begriffes wohl, wenn wir einen kurzen Blick in die Primärliteratur werfen. Im Samyutta Nikaya findet sich zu den Samskaras eine aufschlussreiche Passage. Dort sagt der Buddha Folgendes: Wenn ihr Mönche, ein mit Nichtwissen ausgestatteter Mensch, hier einen guten Samskara bildet, wird sein Bewusstsein dem Guten zugeneigt. Wenn er einen schlechten Samskara bildet, wird sein Bewusstsein dem Schlechten zugeneigt. Wenn er einen neutralen Samskara bildet, wird sein Bewusstsein dem Neutralen zugeneigt. Sofern aber für wahr, ihr Mönche, einem Mönch das Nichtwissen geschwunden ist und Wissen entstanden ist, da bildet er, weil ihm das Nichtwissen vollständig verblasst und das Wissen entstanden ist, weder einen guten noch einen schlechten noch einen neutralen Samskara. Ohne zu bilden, ohne auszuformen, ergreift er nichts mehr in der Welt, ohne zu ergreifen, giert er nicht mehr, ohne zu gieren, verlischt er ganz für sich allein. Erschöpft ist die Möglichkeit zu erneuter Geburt, gelebt ist der heilige Wandel, getan ist das zu Tuende, nichts führt mehr über diese Existenz hinaus, so erkennt er. In den Samskaras hat sich also vorher gesammeltes Karma niedergeschlagen. Der Text selbst führt uns sodann zum letzten Skanda, zum Erkennen bzw. Bewusstsein, Vijnana, denn je nach Samskara neigt sich auch das Bewusstsein dem Guten, Schlechten oder Neutralen zu. Lesen wir zu den fünf Skandas abschließend noch eine Passage aus dem Samyutta Nikaya und ein Beispiel vom Bhikkhu Nyanavira. Was nun, ihr Mönche, ist die Körperlichkeit? Die vier Elemente und die von den vier Elementen abhängige Körperlichkeit. Das, ihr Mönche, nennt man Körperlichkeit. Was nun, ihr Mönche, ist Gefühl? Diese sechs Gefühlsgruppen gibt es, ihr Mönche, durch Seheindruck entstandenes Gefühl, durch Höreindruck entstandenes Gefühl, durch Riecheindruck, Schmeckeindruck, Berührungseindruck, durch geistigen Eindruck entstandenes Gefühl. Das, ihr Mönche, nennt man Gefühl. Was nun, ihr Mönche, ist Wahrnehmung. Diese sechs Wahrnehmungsgruppen gibt es: Formwahrnehmung, Tonwahrnehmung, Duftwahrnehmung, Geschmackswahrnehmung, Berührungswahrnehmung, geistige Wahrnehmung. Das, ihr Mönche, nennt man Wahrnehmung. Was nun, ihr Mönche, sind die Gestaltungen? Diese sechs Willensgruppen gibt es, ihr Mönche. Wille nach Formen, Wille nach Tönen, Wille nach Düften, Wille nach Geschmäcken, Wille nach Berührungen, Wille nach Geistobjekten. Das, ihr Mönche, nennt man Gestaltung. Was nun, ihr Mönche, ist das Bewusstsein? Diese sechs Bewusstseinsgruppen gibt es, ihr Mönche. Seh-, Hör-, Riech-, Schmeck-, Berührungs- und Geistbewusstsein. Das, ihr Mönche, nennt man Bewusstsein. If a thing is a solid, pleasant, shady tree for lying under that I now see, its nature is precisely that it is solid, that it is pleasant, that it is shady, that it is a tree for lying under, and that it is visible to me. Diese fünf Skandas sind nun nichts, das ich habe, wie wenn ich sage, ich habe einen Körper, Empfindungen, Wahrnehmungen und so weiter. Der buddhistischen Daseinsanalyse zufolge ist das Ich vielmehr ein Effekt der Interaktion und reziproken Wirkweisen dieser Skandas. Da diese Skandas fernhin bedingt bzw. nicht unbedingt Asanskrita und konstanter Veränderung unterworfen sind und da dem buddhistischen Grundsatz, demzufolge jegliche Vergänglichkeit mit Frustration und Leid verbunden ist, nicht als unvergängliches und leidfreies Selbst, als Atman des Menschen begriffen werden können, folgert der Buddhismus hieraus die allgemeine Inexistenz der brahmanischen Idee eines Atman. Anders formuliert, in den Worten Jnanatilokas: Unser sogenanntes individuelles Dasein ist in Wirklichkeit nichts weiter als ein bloßer Prozess dieser körperlichen und mentalen Phänomene. Ein Prozess, der zudem seit undenkbaren Zeiten schon vor unserer Geburt im Gange war und der sich auch nach dem Tod noch für eine potenziell unendliche Zeit fortsetzen wird. Diese fünf Daseinsgruppen aber bilden, weder einzeln noch zusammengenommen, irgendeine in sich abgeschlossene wirkliche Ich-Einheit oder Persönlichkeit. Und auch außerhalb derselben existiert nichts, was man als eine für sich unabhängig bestehende Ichheit bezeichnen könnte, sodass eben der Glaube an eine im höchsten Sinne wirkliche Ichheit, Persönlichkeit und so weiter eine bloße Illusion ist. Der rastlos vorwärtsströmende Fünf-Skanda-Prozess, Jnanatiloka, täuscht dem unwissenden Weltling ein Ich vor, obschon er unpersönlich und leer sei. Dazu lesen wir im Samyutta Nikaya Folgendes:
Angenommen, ein Mann, der Augen hat, betrachte sich die vielen Wasserblasen auf dem Ganges und er beobachte und untersuche sie gründlich. Nachdem er dies getan habe, erschienen ihm diese leer, unwirklich und ohne Kern. In derselben Weise betrachtet der Mönch alles Körperliche, alle Gefühle, Wahrnehmungen, Geistesformationen und alles Bewusstsein, ob vergangen, gegenwärtig oder zukünftig, eigen oder fremd, grob oder fein, gemein oder edel, fern oder nahe, und er erkennt sie als leer, nichtig und wesenlos. Für alle Wesen, mit Ausnahme des Heiligen, des Arhats, sind diese fünf Gruppen zudem sogenannte Daseinsgruppen des Anhaftens, Upadana-Skanda, auf die sich unser Daseinsbegehren Bhavatana richtet. Nochmal, die Anatman-Doktrin vom Nicht-Selbst artikuliert damit eine Grundeinsicht des Buddhismus, der zufolge der psychophysische Komplex des Menschen kein für sich bestehendes, unabhängiges, unvergängliches und leidloses Selbst besitzt, sondern in einer Ansammlung unbeständiger Aggregate und lose verbundener Prozesse besteht, die unter dem Aspekt ihrer Einheit das menschliche Individuum begründen. Begriffe wie Putkala, Wesen oder Individuum sind also irreführend und nur in konventioneller Redeweise brauchbar. Der höchsten Wahrheit zufolge gibt es weder ein Selbst noch eine Seele, sondern nur einzelne, sich ständig verändernde Daseinsphänomene. Wer die Lehre vom Nicht-Selbst nicht richtig erfasst, der glaubt, dass es eine Ichheit, eine Persönlichkeit, ein Wesen gibt, die das Leiden erfährt, die böses oder gutes Karma verübt und gemäß ihres Karmas wiedergeboren wird, die ins Nirvana eingeht, die auf dem achtfachen Pfad wandelt und so weiter. Daher heißt es im Visuddhimagga: Mit Hinsicht auf die Leerheit, im höchsten Sinne hat man alle vier Wahrheiten als leer zu betrachten, und zwar, weil es da keinen Fühlenden, keinen Täter, keinen Erlösten und keinen auf dem Pfade Wandelnden gibt. Bloß Leiden gibt es, doch kein Leidner ist da. Bloß Taten gibt es, doch kein Täter findet sich. Erlösung gibt es, doch nicht den erlösten Mann. Den Pfad gibt es, doch keinen Wanderer sieht man da. Von Dauer, Schönheit, Glück, Persönlichkeit ist leer die erste und die zweite Wahrheit. Von Ichheit leer das todlose Gebiet. Und leer von Dauer, Glück und Ich der Pfad. Einer der im Theravada-Buddhismus populärsten Texte widmet diesem Thema besondere Aufmerksamkeit. Er versucht, die Verträglichkeit der Karma-Theorie mit der buddhistischen Negation des Selbst, die konventionelle Redeweise mit der höchsten Wahrheit des Buddhismus durch eine Reihe von Bildern und Gleichnissen zu illustrieren und plausibel zu machen. Die Anatman-Lehre wird hier in Form eines Dialogs zwischen dem buddhistischen Mönch Nagasena und dem indogriechischen König Menander bzw. Menandros, hier Melinda, anhand des berühmten Wagengleichnisses illustriert, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Unter welchem Namen sind euer Ehrwürden bekannt? Welchen Namen trägt der Herr? Ich bin unter dem Namen Nagasena bekannt, o Großkönig. Als Nagasena, o Großkönig, reden mich meine Mitbrüder an. Aber wenn auch Vater und Mutter Namen geben wie Nagasena, Shurasena, Virasena oder Sinhasena, so ist doch, o Großkönig, wenn man von Nagasena spricht, dies nur ein Ausdruck, eine Benennung, eine Bezeichnung, eine Redeweise, ein bloßer Name. Denn eine Persönlichkeit ist hier nicht wahrzunehmen. Wenn, o Nagasena, eine Persönlichkeit nicht wahrzunehmen ist, wer hält die sittlichen Gebote? Wer übt die Betrachtung? Wer verwirklicht den Weg? Die Frucht und das Erlöschen. Wer tötet, wer stiehlt, wer treibt Unkeuschheit, wer lügt, wer trinkt berauschende Getränke? Wer begeht die fünf Sünden, die unmittelbar die Vergeltung nach sich ziehen? Es gibt also kein Gutes, es gibt kein Böses, es gibt keinen Täter oder Veranlasser der guten und bösen Werke. Es gibt keine Frucht oder Reifung der guten und bösen Werke. Und wenn dich, Unagasena, jemand tötet, so begeht er damit keinen Mord. Es gibt bei euch, Unagasena, keinen Meister, keinen Lehrer und keine Aufnahme in den Mönchsorden. Und wenn du sagst, als Nagasena, o Großkönig, reden mich meine Mitbrüder an, wer ist in diesem Fall Nagasena? Du sprichst also falsch, eine Lüge, wenn du sagst, es gibt keinen Nagasena. Wenn du also, o Großkönig, in einem Wagen gekommen bist, dann erkläre mir den Wagen. Ist die Deichsel der Wagen? Nein, Herr. Ist die Achse der Wagen? Nein, Herr. Sind also Deichsel, Achse, Räder, Wagenkasten, Fahnenstange, Joch, Zügel und Treibstock der Wagen? Nein, Herr. Ist also der Wagen außerhalb von diesen? Nein, Herr.
Wichtig also auch Frage und Frage, ich sehe keinen Wagen. Was ist also hier der Wagen? Du sprichst also falsch, o Großkönig, eine Lüge. Ich spreche keine Lüge, o Nagasena. Gestützt auf Deichsel, Achse, Räder, Wagenkasten und Fahnenstange wird der Ausdruck, die Benennung, die Bezeichnung, die Redeweise, der Name Wagen gebraucht. Trefflich, o Großkönig, verstehst du den Wagen. Ebenso, o Großkönig, wird nun auch bei mir gestützt auf Haupthaar, Körperhaare, Nägel, Zähne, Hautfleisch, Sehnen, Knochen, Mark, Nieren, Herz, Leber, Brustfell, Milz, Lungen, Eingeweide, Gedärme, Magen, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Lymphe, Speichel, Nasenschleim, Gelenköl, Haaren, das Gehirn im Kopf, auf Körperlichkeit, Empfindung, Bewusstsein, Gestaltung und Erkennen der Ausdruck, die Benennung, die Bezeichnung, die Redeweise, der bloße Name Nagasena gebraucht. In Wirklichkeit aber ist ja eine Persönlichkeit nicht wahrzunehmen. So wie wenn man die Bestandteile eines Wagens zusammengefügt sind, das Wort Wagen verwendet, so spricht man im gewöhnlichen Leben, wenn die Gruppen vorhanden sind, von einem Wesen. Ein Wagen ist demnach nur eine bloße Bezeichnung für ein Konglomerat aus Einzelteilen, das unabhängig von Deichsel, Achsel, Rädern usw. so nicht der Substanz, sondern lediglich der Bezeichnung nach existiert. Aber auch die Deichsel, Achsel und Räder selbst sind wiederum aus Teilen zusammengesetzt und folglich nicht für sich seine Substanzen. Analoges gilt für das menschliche Selbst und die fünf Skandhas. Während die Einheit zusammengesetzter Gegenstände und Körper nur relatives Sein für sich beanspruchen kann und als illusorische Hypostase verworfen wird, werden die sogenannten Pṛthak-Dhammas, das heißt die letzten irreduziblen aufgrund ihres je individuellen und unverkennbaren Wesensmerkmals, qualitativ voneinander unterschiedenen Daseinskonstituenten, in der realistischen Ontologie der frühbuddhistischen Abhidharma-Scholastik als Grenze der Reduktion, Substrat und wirklichkeitskonstitutive Realitäten betrachtet, die durch den Konditionalnexus geregelt werden. Die hier aufgelisteten Begrifflichkeiten werden uns dann noch einmal im Kontext des Mahayana-Buddhismus, insbesondere im Zusammenhang mit Nagarjunas Philosophie der Lehre, beschäftigen. Bevor wir nun aber zum Pratityasamutpada genannten Lehrsatz vom Entstehen in Abhängigkeit kommen, möchte ich an dieser Stelle noch zwei Fragen adressieren und erörtern. Erstens, hat der Buddha wirklich das Selbst geleugnet oder nur eine Identifikation des Atman mit den fünf Skandhas abgewehrt? Und zweitens, wer wird überhaupt wiedergeboren, wenn es keine Seele gibt? Beginnen wir mit der Frage nach dem Verhältnis von Atman und Anatman. Dies setzt ein Verständnis dessen voraus, was man heutzutage gerne als Heilspragmatismus des Buddhas bezeichnet. Also die Idee, der Buddha habe nur Dinge gelehrt, die unmittelbar den Erlösungsweg angehen und philosophische Fragen und Spekulationen, insbesondere solche über das Vorhandensein und Wesen der Seele sowie ihr Schicksal nach dem Tod, abgelehnt. Er leugnet nicht das Vorhandensein der Seele oder lehrt, dass das Nirvana die Vernichtung sei. Er betreibt hier eine konsequente Epoche, Urteilsenthaltung. Er geht auf diese Fragen nicht ein und schweigt dazu, weil sie, Zitat, nicht zur Abkehr vom Irdischen, zur Leidenschaftslosigkeit, zur Aufhebung des Vergänglichen, zur Beruhigung, zur Erkenntnis, zur Erleuchtung, zum Erlöschen führen. In den seltenen Fällen aber, wo er sich dazu bewegen lässt, etwas zu diesem Thema zu sagen, äußert er sich in dem Sinne, dass das Wesen der Seele und der Zustand des Erlösten unfassbar und unausdrückbar seien. Zu diesem zentralen Aspekt des Heilspragmatismus zwei Beispiele aus dem Samyutta und Majjhima Nikaya, wobei uns im Agivacagotta Sutta des Majjhima Nikaya die bereits aus der Jainismus-Vorlesung bekannten, unentfalteten und nicht begreifbaren Sachverhalte, die Avyakrita Vastuni, wieder begegnen werden, die ich dort im Zusammenhang mit dem Gleichnis von den Blindgeborenen und dem Elefanten schon einmal erwähnt habe. Einmal weilte der Erhabene bei Rajagriha im Bambusheim, dem Futterplatz der Eichhörnchen. Da begab sich der Wandermönch Vatsagotra dorthin, wo sich der Erhabene befand. Zur Seite sitzend sprach der Wandermönch Vatsagotra zum Erhabenen folgendes: Gibt es, o Gautama, ein Ich? Als er so gesprochen hatte, schwieg der Erhabene. Gibt es, o Gautama, etwa kein Ich? Wiederum schwieg der Erhabene. Da stand der Wandermönch Vatsagotra von seinem Sitz auf und ging fort. Darauf sprach der ehrwürdige Ananda: Warum, o Herr, hat der Erhabene die Frage des Wandermönches Vatsagotra, die an ihn gerichtet wurde, nicht beantwortet?
Wenn ich Ananda, dem Wandermönch Vatsagotra, auf die Frage, ob es ein Ich gibt, geantwortet hätte, es gibt ein Ich, so hätte ich Ananda mit den Asketen und Brahmanen übereingestimmt, welche die Ewigkeit lehren. Und wenn ich Ananda, dem Wandermönch Vatsagotra, auf die Frage, ob es kein Ich gibt, geantwortet hätte, es gibt kein Ich, so hätte ich Ananda mit den Asketen und Brahmanen übereingestimmt, welche die Vernichtung lehren. Wenn ich nun Ananda, dem Wandermönch Vatsagotra, auf die Frage, ob es ein Ich gibt, geantwortet hätte, es gibt ein Ich, hätte mir das geholfen, das Wissen hervorzurufen, dass alle Dinge nicht das Ich sind? Nein, o Herr. Und wenn ich Ananda, dem Wandermönch Vatsagotra, auf die Frage, ob es kein Ich gibt, geantwortet hätte, es gibt kein Ich, so hätte es Ananda, den Wandermönch Vatsagotra, der ohne dies schon verwirrt ist, in noch größere Verwirrung gebracht. Mein Ich war doch früher und jetzt ist es nicht mehr? So habe ich gehört. Einmal weilte der Erhabene in Shravasti im Jetavana, dem Garten des Anathapindada. Da begab sich der Wandermönch Vatsagotra dorthin, wo sich der Erhabene befand. Zur Seite sitzend sprach der Wandermönch Vatsagotra zum Erhabenen folgendes. Wie steht es, o Gautama? Hegt der Herr Gautama die Ansicht, dass die Welt ewig, vergänglich, begrenzt, unbegrenzt ist, dass Seele und Körper dasselbe, verschieden sind, dass der Vollendete nach dem Tod existiert, nicht existiert, sowohl existiert als auch nicht existiert, weder existiert noch nicht existiert, dies allein wahr ist und alles andere irrig? Nein, Vatsa, ich hege nicht die Ansicht, dass die Welt ewig, vergänglich, begrenzt, unbegrenzt ist, dass Seele und Körper dasselbe, verschieden sind, dass der Vollendete nach dem Tode existiert, nicht existiert, sowohl existiert als auch nicht existiert, weder existiert noch nicht existiert, dass dies allein wahr ist und alles andere irrig. Welchen Mangel sieht der Herr Gautama in diesen Ansichten, dass er sie insgesamt nicht anerkennt? Die Welt ist ewig, vergänglich, begrenzt, unbegrenzt, Seele und Körper sind dasselbe, verschieden, der Vollendete ist nach dem Tod existent, nicht existent, sowohl existent als auch nicht existent, weder existent noch nicht existent. Diese Ansicht, Vatsa, ist ein Dickicht von einer Ansicht, eine Wildnis von einer Ansicht, ein Krampf von einer Ansicht, ein Schüttelfrost von einer Ansicht, eine Fessel von einer Ansicht. Sie ist leidvoll, voll Beschwernis, voll Verzweiflung, voll Qual und führt nicht zur Abkehr, zur Leidenschaftslosigkeit, zur Aufhebung alles Irdischen, zur Beruhigung, zur Erkenntnis, zur Erleuchtung, zum Erlöschen. Hegt also der Herr Gautama irgendeine Ansicht? Eine Ansicht, Vatsa, liegt dem Vollendeten fern. Darum, sage ich, ist der Vollendete durch das Schwinden, die Ablehnung, die Aufhebung, das Aufgeben und das Zurückweisen aller Meinungen, aller Beunruhigungen und aller Belastungen durch die Vorstellung von Ich und Mein vollkommen erlöst. Schließen wir die Zitate zum Heilspragmatismus des Buddhas mit dem berühmten Gleichnis des von einem Pfeil getroffenen Mannes aus dem Chulamalunkhya-Sutta des Majjhima Nikaya, das noch einmal eindrücklich die Vergeblichkeit der philosophischen Spekulation in Hinsicht auf die Erlangung des Heils verdeutlicht. Auf die metaphysischen Fragen des ordensälteren Malunkhya-Buddha antwortete der Buddha folgendes. Gleich wie etwa Malunkhya-Putto, wenn ein Mann von einem Pfeile getroffen wäre, dessen Spitze mit Gift bestrichen wurde und seine Freunde und Genossen, Verwandte und Vettern bestellten ihm einen heilkundigen Arzt, er aber spräche, nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehen, bevor ich nicht weiß, wer jener Mann ist, der mich getroffen hat, ob es ein Krieger oder ein Priester, ein Bürger oder ein Bauer ist, wie er heißt, woher er stammt oder hingehört, ob es ein großer oder ein kleiner oder ein mittlerer Mensch ist, ob seine Hautfarbe schwarz oder braun oder gelb ist, in welchem Dorf oder welcher Burg oder welcher Stadt er zu Hause ist. Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehen, bevor ich den Bogen nicht kenne, der mich getroffen hat, ob es der kurze oder der lange gewesen. Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehen, bevor ich die Sehne nicht kenne, die mich getroffen hat, ob es eine Saite, ein Draht oder eine Flechse, ob es Schnur oder Bast war. Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehen, bevor ich den Schaft nicht kenne, der mich getroffen hat, ob er aus Rohr oder Binsen ist. Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehen, bevor ich den Schaft nicht kenne, der mich getroffen hat, mit was für Federn er versehen ist, ob mit Geierfedern oder Reiherfedern, mit Rabenfedern, Faunfedern oder Schnepfenfedern. Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehen, bevor ich den Schaft nicht kenne, der mich getroffen hat, mit was für Leder er umwickelt ist, mit Rindleder oder Büffelleder, mit Hirschleder oder Löwenleder. Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehen, bevor ich die Spitze nicht kenne, die mich getroffen hat,
ob sie gerade oder krumm oder hakenförmig ist oder ob sie wie ein Kalbzahn oder wie ein Koleanderblatt aussieht. Nicht genug könnte Malunkyaputu dieser Mann erfahren, denn er stürbe hinweg. Ebenso nun auch Malunkyaputu ist es, wenn einer da spricht: Nicht eher will ich beim Erhabenen das Asketenleben führen, bis mir der Erhabene mitgeteilt haben wird, ob die Welt ewig ist oder zeitlich ist, ob die Welt endlich ist oder unendlich ist, ob Leben und Leib ein und dasselbe oder anders, das Leben und anders der Leib ist, ob der Vollendete nach dem Tode besteht oder nicht besteht, oder besteht und nicht besteht, oder weder besteht noch nicht besteht. Nicht genug könnte Malunkyaputu der Vollendete einem solchen mitteilen, denn er stürbe hinweg. Bevor wir uns ein abschließendes Urteil erlauben und die Frage beantworten, ob der Buddha wirklich das Selbst geleugnet oder nur eine Identifikation des Atman mit den fünf Skandhas abgewehrt hat, möchte ich uns noch einmal kurz die Atman-Lehre der Upanishads vergegenwärtigen. In der Brihadaranyaka Upanishad findet sich folgender Dialog zwischen Ushastra Chakrayana und Yajnavalkya über die Leidhaftigkeit alles Erkennbaren und die Unerkennbarkeit des wahren Selbst überliefert. Da sprach Ushastra Chakrayana: Erläutere mir allein den allen innewohnenden Wesenskern, den Urgrund, wie er deutlich vor Augen liegt, wie er dem Auge nicht verborgen ist. Es ist ein eigener Wesenskern, der allen innewohnt. Welcher denn, Yajnavalkya, wohnt allen inne? Du könntest den Agens deines Sehens nicht sehen, den Agens deines Hörens nicht hören, den Agens deines Denkens nicht zum Gegenstand deines Denkens machen, den Agens deines Erkennens nicht erkennen. Dieser Agens nämlich ist dein eigener Wesenskern, der allen innewohnt. Was von ihm verschieden ist, ist leidvoll. Daraufhin verstummte Ushastra Chakrayana. Die Auffassung, dass es sich dabei auch um die ursprüngliche Ansicht des Buddha selbst gehandelt habe, hat der deutsche Jurist, königlich-bayerischer Amtsrichter und Pionier des Buddhismus in Deutschland Georg Grimm vertreten. Entgegen der Interpretation der Anatman-Lehre als Leugnung des Atman, wie sie unter anderem im frühbuddhistischen System der Sarvastivadins vertreten wurde, insistierte Grimm darauf, dass der Buddha nicht die Existenz des Atman, sondern nur dessen Erkennbarkeit geleugnet habe. Grimm fasste dies in dem von ihm sogenannten großen Syllogismus. Major: Alles, was vergänglich und daher leidvoll ist, das bin ich nicht. Minor: Alles Erkennbare ist leidvoll. Conclusio: Nichts Erkennbares bin ich. Für Grimm ist entscheidend, dass der Schlusssatz nicht lautet: Daher bin ich nicht. Da die Welt alles Erkennbare ist, das wahre Ich jedoch nichts mit dieser gemein hat, ist die Welt schlechthin nicht selbst. Damit geht einher, dass vom wahren Selbst, dem Atman, nichts positiv ausgesagt werden kann, da jede Bestimmung auf etwas Bezug nehmen muss, was Gegenstand einer der fünf Skandhas ist. Die völlige Verneinung aller Bestimmungen des wahren Selbst bildet für Grimm sowohl den Kern der buddhistischen Erkenntnislehre als auch den Ausgangspunkt der buddhistischen Soteriologie. Das Eingehen ins Nirvana setzt die Erkenntnis der selbstlosen Natur der Welt voraus. Aus diesem Erkennen entspringt die Ablehnung der Welt als mir selbst nicht zugehörig. In den Worten Erich Frauwallners: Es sind also hier wie dort die gleichen Gedanken, auf die wir stoßen, nur sind sie im Buddhismus anders gewendet und sozusagen negativ formuliert. Das heißt hier nicht, dass man das wahre Ich erkennen soll, sondern dass man das, was nicht das Ich ist, nicht für das Ich halten darf. Denn sonst klammert sich die Begierde an dieses falsche Ich und bewirkt dadurch die Verstrickung in den Wesenskreislauf. Und die Erlösung erfolgt nicht dadurch, dass man sich des wahren Ich bewusst wird, sondern dadurch, dass man alles, was fälschlich für das Ich gehalten wird, als Nicht-Ich erkennt und so die Begierde davon löst. Ja, man könnte eher aus der Behauptung, dass alles, was vergänglich und leidvoll ist, nicht das Ich sein kann, die Folgerung ziehen, dass das Ich also unvergänglich und vom Leiden frei ist und dass jemand, der so argumentiert, das Vorhandensein einer solchen Seele voraussetzt. Überdies wird in den Texten des buddhistischen Kanons nie davon gesprochen, dass ein Ich nicht vorhanden, sondern höchstens, dass es nicht fassbar ist. Dieser Interpretation möchte ich mich hier in Verbindung mit dem Hinweis auf den allgemeinen Heilspragmatismus des Buddhas ebenfalls anschließen, was nicht bedeutet, dass es von Buddhisten nicht anders gesehen wurde und gesehen wird. Ich komme darauf bei meiner Diskussion des Nirvanas und Nagarjunas Philosophie der Lehre noch einmal zu sprechen. Wenden wir uns aber nun der zweiten Frage zu: Wer wird überhaupt wiedergeboren, wenn es keine Seele gibt?
Der Atman gleicht in seiner Wanderung durch die wechselnden Daseinsformen, wie Abbildung 1 zeigt, dem Seidenfaden einer Perlenkette. Der Faden gibt den Perlen die gemeinsame Identität. Er ist wie die Seele das Kontinuum, das die Perlen, also die einzelnen Existenzen im Wiedertodkreislauf, verbindet. In der Vorlesung zum Jainismus haben wir gesehen, dass die Idee einer den körperlichen Tod überdauernden Seele, die durch das Karma zur Wiedergeburt gezwungen ist, nicht nur vom orthodoxen Brahmanismus, sondern auch vom Jainismus vertreten wurde und wird. Charakteristisch für den Jainismus war vor allem die Vorstellung der Influenz karmisch geprägter Materie in die Seele sowie deren Nirjara genannter Ausstoß, was auf der Abbildung 2 hier wohl als Reduktion des Jiva durch Observanzen gemeint ist. Diese Vorstellung einer Seelenwanderung wird gewöhnlich als Metempsychose bezeichnet. Im Buddhismus musste der karmische Reinkarnationsprozess nun anders erklärt werden, denn der traditionell buddhistischen Auffassung zufolge gibt es keine identitätsstiftende Geistmonade, die sich immer wieder neu verkörpert, den wechselnden Daseinsformen im Sansara unwandelbar zugrunde liegt und die karmischen Früchte ihrer Werke aus vorangegangenen Existenzen erntet. Der Buddhismus geht stattdessen davon aus, dass allein die unbewussten Anlagen des Geistes und charakterlichen Dispositionen, die Sanskaras, den Tod überleben und als Geist oder Bewusstsein des Sterbenden in einer bereits befruchteten Mutter den konditionierten Entstehungsprozess eines neuen psychophysischen Wesens initiieren. Diese Vorstellung einer Wiederverkörperung als kausaler Fortsetzung karmischer Potenziale wird gewöhnlich als Palingenese bezeichnet und damit von der Metempsychose unterschieden. An dieser Stelle bietet sich ein kurzer Hinweis auf das buddhistische Karma-Verständnis an. Wir können davon ausgehen, dass dem Buddha und den frühen Buddhisten die Lehre der Upanishads und des Jainismus zu Karma und Wiedergeburt mehr oder weniger gut bekannt war. Was auch immer die Buddhisten im Einzelnen rezipiert haben, sie haben es ergänzt, revidiert und umgedeutet. Das jainistische Verständnis des Karmas zeichnete sich vor allem durch seine materialistische Interpretation aus. Das Karma ist den jainistischen Texten zufolge weder eine innere, mentale Disposition noch eine subtile kosmische Kraft, sondern etwas, das die Seele im wörtlichen Sinn aus der Außenwelt an sich zieht. Es ist eine feinstoffliche, wie die übrige Materie aus Atomen bestehende Substanz, die der Seele anhaften kann, die geradezu in sie, das heißt in den von ihr nach Maßgabe des ihr zugehörigen Körpers eingenommenen Raum, einzudringen vermag. Die buddhistischen Neuerungen gegenüber den vedisch-upanishadischen und jainistischen Texten bestehen Wilhelm Halbwachs zufolge vor allem in den folgenden Bereichen. Erstens, moralische Kriterien ersetzen die Orientierung an der rituellen Korrektheit. Der Tatbegriff wird ethisiert. Zweitens, das Zentrum und Wesen der karmisch relevanten Tat wird in den bewussten Willen, die Intention, verlegt. Drittens, ein neuer, strikter Kausalitätsbegriff postuliert eine durchgehende Kohärenz karmischer Ereignisse und Faktoren. Zugleich wird aber der Determinismus entschieden zurückgewiesen. Viertens, die Begriffe des Selbst und der Substanz werden in einer konsistenten Prozessontologie aufgehoben. Es gibt nur kausale Abläufe, keine identisch bleibenden Dinge. Fünftens, die upanishadischen Konzeptionen einer Überwindung des zyklischen Existierens werden ersetzt durch den viel radikaleren Begriff des Nirvanas, das heißt der Transzendenz des Werdens überhaupt, der endgültigen Befreiung vom Karma, von der Begierde und allem weltlichen Dasein. Zentral ist dabei vor allem die Ethisierung des Tatbegriffes. Was in den alten Upanishads nur in Ansätzen zu finden war, ist im Buddhismus nun gänzlich vorherrschend geworden. Ausdrücke für Werk oder Vollzug, darunter das Wort Kamma bzw. Karma selbst, verlieren alle rituellen Assoziationen, die sie im Sprachgebrauch der brahmanischen Tradition oft haben. Allerdings nimmt der Buddhismus auch brahmanische Ausdrücke bewusst auf, wobei er sie jedoch zugleich ethisierend und universalisierend umdeutet. Das Zentrum der Tat und die Grundlage ihrer moralischen Wertigkeit ist der bewusste Wille, die Intention oder Absicht. Diese kann sich in Gedanken, Worten und Taten äußern. Das Ausmaß an Schuld oder Unschuld bemisst sich dabei nach der Absichtlichkeit der Handlung. Die absichtliche Tat ist karmisch relevant, was natürlich impliziert, dass die Handlung als ein freier, vom Menschen zu verantwortender Akt und nicht als karmische Folge früherer Taten verstanden wird.
Der Buddha lehnt deterministische Auffassungen der Karma-Lehre in den Lehrreden entsprechend nachdrücklich ab und postuliert die Willensfreiheit als Voraussetzung religiösen und sittlichen Strebens. Ich kann auf dieses im Buddhismus nie aufgelöste Spannungsverhältnis zwischen strenger karmischer Vergeltungskausalität und Freiheitspostulat hier nicht näher eingehen. Nur so viel. Jede Karma-Lehre, die alle positiven und negativen Erlebniszustände ausnahmslos auf karmische Ursachen zurückführt, endet unweigerlich in einem harten Determinismus, der die menschliche Willensfreiheit leugnet. Ein Terrorist könnte sich dann problemlos als Vollstrecker des Karmas erklären und jeden seiner Morde als karmisch gerechtfertigte Strafer der Opfer rationalisieren. Der Terrorist wäre in diesem Fall nicht frei, sondern in seiner Handlung durch das Karma der Opfer determiniert. Wäre er hingegen wirklich frei zu radikal bösen Taten wie dem Mord unschuldiger Zivilisten, dann wäre der Grundgedanke der Karma-Lehre widerlegt, der besagt, dass jedes Unheil als karmische Folge vorausgegangener Taten gerechtfertigt ist. Auch die denkbare Unterscheidung zwischen moralischen und natürlichen Ursachen des Leidens kann dieses Problem nicht lösen, da es die Existenz von Leid anerkennt, das durch die Karma-Lehre selbst nicht mehr erklärt werden kann, wodurch sie insgesamt ihre innere Kohärenz und systematische Erklärungskraft verliert. Zudem ist eine Vielzahl von Fällen denkbar, in denen nicht exakt zwischen moralischen und natürlichen Ursachen unterschieden und folglich nicht akkurat entschieden werden kann, welches Unheil im Einzelnen die Folge karmischer oder natürlicher Wirkzusammenhänge ist. Hinzu kommt noch das Verifizierungs- und Falsifizierungsproblem. Jedes Ereignis kann prinzipiell als Folge karmischer Ursachen erklärt werden, sodass die Karma-Lehre nicht falsifizierbar ist und da sie keine konkreten Vorhersagen ermöglicht, die an der Empirie überprüft werden können, ist sie auch nicht verifizierbar. Wie es auch um die philosophische Überzeugungskraft der Karma-Lehre überhaupt bestellt sein mag, uns geht hier nur die buddhistische Karma-Lehre als solche an. Die karmisch koordinierte Wiedergeburt ohne Seele vollzieht sich dem Buddha zufolge nun als bedingtes Entstehen, womit wir endlich beim Pratitya-Samutpada genannten Lehrsatz vom Entstehen in Abhängigkeit angekommen wären. Ich werde dieses Lehrstück des Buddhas im Folgenden im größeren Kontext des Sansara Chakra, dem Rad der Wiedergeburten, erläutern. In der Upadesha-Sahasri lässt Shankara einen Schüler von sich sagen, er sei des Herumgewirbeltwerdens im Rad des Sansara überdrüssig geworden, nachdem er im Rad des ständigen Wechsels von Geburt und Tod wie in einer Topfmaschinerie durch sein Karma herumgewirbelt, schrittweise diesen seinen jetzigen Körper erlangt habe. Diese Topfmaschinerie, auf welcher sich die Wesen im Sansara befinden, meint ein Wasserrad, an dem die leeren Töpfe erst voll und dann wieder leer werden, wie es im Prabandha Chintamani heißt. Schlingloff, der die ausführlichste Studie zum Wasserrad als Sinnbild des Sansara publiziert hat, schreibt dazu Folgendes. Die Gleichsetzung des Herumgewirbeltwerdens der Wesen im Sansara mit der Drehung eines Wasserrades entwickelt sich in allen indischen Religionsgemeinschaften zu einem Rede- und Denkklischee, das bestimmend wird für die Vorstellung des Sansara als eines sich im Kreis drehens. Solche negativen Konnotationen des Wasserrades stehen im strikten Gegensatz zu der positiven Wertung des Wagenrades. Für das Wagenrad wird nicht die Drehbewegung als das Wesentliche empfunden, sondern die Vorwärtsbewegung. Während das mit keiner Fortbewegung verbundene Wasserrad das vergebliche Drehen im Sansara charakterisiert, symbolisiert das Rollen des Wagenrades den Fortschritt und wird da mit dem Chakravartin und dem Buddha assoziiert, beziehungsweise mit dessen Rad der Lehre identifiziert. Dem buddhistischen Grundsatz entsprechend, alle Gebräuche und Maßnahmen des Ordens auf eine Anordnung des Buddhas zurückzuführen, wird auch die Anweisung zum Malen des Sansara-Chakras dem Buddha im Mulasarvastivada-Vinaya in den Mund gelegt. Keine dieser Malereien ist erhalten geblieben, bis auf die berühmte Darstellung in Höhle 17 der buddhistischen Klosteranlage von Ajanta, aber auch diese ist zu zwei Dritteln zerstört. In einigen buddhistischen Texten wird nun Mara als Antreiber des Sansara-Chakra bezeichnet und auf der vorliegenden Darstellung hält er das Rad in seinen Klauen. In der buddhistischen Vorstellungswelt ist Mara der Herrscher über die Lebewesen in den verschiedenen Weltregionen einschließlich der sinnlich erfassbaren Götterwelten. Somit ist er der naturgegebene Feind des Buddhas, der die Lebewesen aus Maras Machtbereich befreien will. Da die Lebewesen, auch die in den Götterwelten, sterblich sind, kann Mara, dessen Name sich übrigens von der Verbalwurzel mr, sterben, ableitet,
als Gott des Todes verstanden werden. Er wird aber auch als Gott der Liebeslust aufgefasst, welche die Wesen an die sinnliche Welt fesselt. Wir erinnern uns an Maras Töchter, die den Buddha mit ihren Verführungskünsten von der Erlösung abhalten wollten. Schließlich erscheint Mara auch als ihr Lehrer, der durch verführerische Reden die Menschen von der Lehre des Buddhas abbringen will. Die fünf Schädel stellen wohl die fünf Daseinsgruppen des Ergreifens dar, während das dritte Auge sich auf sein Wissen um die Unbeständigkeit bezieht und die vier Glieder Geburt, Alter, Krankheit und Tod symbolisieren. Die Texte schreiben übereinstimmend das Malen eines Buddha-Bildes vor, das sich außerhalb des Rades befinden und dem Mond den weißen Nirvana-Kreis aufzeigen soll. Vielleicht erklärt dies auch die ursprüngliche Bedeutung des Heiligenscheins. Es ist eine Darstellung des Nirvanas. Wir hätten hier also ein doppeltes Nirvana. Den Texten zufolge sollen auf der linken Seite frühe Lehrer dargestellt werden. Darunter werden im buddhistischen Schrifttum allgemeine Lehrautoritäten buddhistischer Schulen verstanden. Eine frühe Liste früher Lehrer führt aber neben buddhistischen Dogmatikern und Philosophen auch nicht-buddhistische Lehrer auf, so zum Beispiel Grammatiker, Mediziner und so weiter. Wir sehen hier auf der linken Seite nur eine einzige Person, die wohl den Bodhisattva Avalokiteshvara darstellt, der sich zudem in jedem der sechs Inkarnationsbereiche als Heilsbringer manifestiert hat. Unsere tibetische Darstellung basiert also bereits auf den Anschauungen und Lehren des Mahayana-Buddhismus, dazu aber später mehr. Als eine Interpretation der Wiedergeburt ohne Seele wird das Entstehen in Abhängigkeit im Buddhismus auch als Kreislauf und damit als ein Rad verstanden, was eine Verbildlichung nahelegte. Sie bildet den Radkranz, also den äußersten konzentrischen Ring mit 12 Segmenten dieser komplexen, symbolisch-visuellen Umsetzung des Sansara, mit dessen Besprechung wir hier beginnen wollen. Im Pali-Kanon findet sich die Lehre vom abhängigen Entstehen in verschiedenen Versionen, über deren Analogien und Differenzen sowie Entstehungsgeschichte ich mich an dieser Stelle nicht auslassen möchte. Die größte Verbreitung erlangte auf jeden Fall jene Version, die 12 ursächlich miteinander verbundene Glieder aufzählt. Dies ist auch die Version, die wir hier als dem äußeren Ring des Sansara-Chakra dargestellt sehen. Die buddhistische Tradition hat die 12-gliedrige Formel überwiegend als Analyse der Wiedergeburt und ihrer Bedingungen aufgefasst, wobei das Ziel dieser Analyse darin besteht, den Punkt aufzuzeigen, an dem die spirituelle Praxis eingreifen und so den Prozess der Wiedergeburt zu einem Stillstand bringen kann. Der Konditionalnexus kann einmal Pratiloma, das heißt gegen den Strich, und einmal Anuloma, das heißt mit dem Strich, also rückwärts und vorwärts gelesen werden. Vorwärts gelesen entstehen in Abhängigkeit vom Unwissen die Samskaras, in Abhängigkeit der Samskaras das Bewusstsein und so weiter. Dies lässt sich aus der Perspektive spiritueller Praxis natürlich auch negativ verstehen. Aufgrund des Erlöschens des Nichtwissens enden die Samskaras und so weiter. Rückwärts gelesen lässt sich das Ganze wie folgt darlegen. Der ewige Kreislauf des Zehntens Werdens, der in der endlosen Iteration von 11. Geburt und 12. Altern sowie Tod besteht, ist abhängig von 9. unserer Anhaftung, unserem Begehren und unserem Ergreifen, des 8. ursprünglich vom Durst motiviert, angenehme Empfindungen perpetuieren und unangenehme Empfindungen abwehren will. Der zum Ergreifen führende Durst ist wiederum abhängig 7. von angenehmen, unangenehmen und neutralen Empfindungen, die aus 6. der Berührung der Objekte entstehen. Die Berührung wird 5. durch die jeweiligen Sinneskräfte vermittelt. Die 6 Sinneskräfte gehören wiederum 4. zum psychophysischen Komplex des Menschen, der sich aus den 5 Skandhas zusammensetzt, die das menschliche Individuum konstituieren. Diese individuelle Manifestation ist allerdings keine leere Tafel, sondern 3. durch eine spezifische Verfassung des Bewusstseins gekennzeichnet, die selbst wiederum 2. durch subliminale karmische Neigung aus einer vorhergegangenen Existenz determiniert ist. Die Samskaras können wiederum über die einzelnen Existenzen wirken, weil sie 1. ursächlich durch das konstitutive Nichtwissen perpetuiert werden. Die Avidya bezeichnet allerdings nicht die einfache Abwesenheit von Wissen, sondern falsches Wissen oder Verblendung, die zum Glauben an die Illusion eines inhärent existierenden Ich führt. Betrachten wir die Ursachenkette im Einzelnen, so zeigt sich, dass uns ein Teil davon bereits bekannt ist. Vor allem Glied Nummer 8, das Begehren oder der Durst und die damit zusammenhängenden Begriffe,
wie die unter fünftens geführten sechs Bereiche oder Sinneskräfte, die als Haus mit sechs Fenstern dargestellt werden. Gemeint sind damit die sechs inneren Bereiche, also die sechs Sinnesorgane, wobei ich nochmal daran erinnern möchte, dass das Denkorgan auf gleicher Stufe mit den Sinnesorganen erscheint und ihm als Objekt alle dem Denken fassbaren Dinge zugeordnet werden. Wir könnten auch von visueller, auditiver, olfaktorischer, gustatorischer, taktiler und noetischer Wahrnehmung, also dem Sehen mit den Augen, dem Hören mit den Ohren, dem Riechen mit der Nase, dem Schmecken mit der Zunge, dem Tastsinn und der Haut sowie dem Denken als geistigem Sinn sprechen. Als nächstes folgt die Berührung dieser sechs inneren Bereiche mit den sechs äußeren Bereichen, nämlich den Objekten der Sinnesorgane. Die Berührung wird hier sinnfällig durch ein relativ unspektakulär kopulierendes Paar dargestellt. Durch die Berührung entstehen wiederum angenehme, unangenehme und neutrale Empfindungen, hier dargestellt als Pfeil, der in das Auge eines Mannes eindringt. Die angenehmen und neutralen Empfindungen werden also nicht dargestellt, ob schon einige Malanweisungen dies fordern. Der Pali-Begriff für Gefühle oder Empfindungen ist abgeleitet von dem Verb vedeti, das sowohl fühlen als auch wissen oder erkennen bedeutet. In den Lehrreden steht Vedana für körperliche und geistige Gefühle. Nicht eingeschlossen ist im Bedeutungsspektrum von Vedana eine Emotion. Obwohl Emotionen in Abhängigkeit von der ursprünglichen Empfindung entstehen, sind sie doch komplexere mentale Phänomene als die reine Empfindung und gehören daher in einen anderen Bereich. Wie dem auch sei, auf die Empfindung reagiert der Mensch mit Durst, insofern er versucht, angenehmen Gefühlen Dauer zu verleihen und unangenehme Empfindungen abzuschütteln. Der Durst wird hier nur in Bezug auf die angenehmen Gefühle dargestellt als pokulierender Mann. Die Texte sprechen vom Durst des Kleinkindes, der durch das mütterliche Stillen befriedigt wird. Man müsste hier also eigentlich eine stillende Frau sehen. Die bedingte Abhängigkeit vom Durst oder Begehren und den geistigen Reaktionen auf unser Empfinden ist vor allem in der Achtsamkeitspraxis des Buddhismus von entscheidender Bedeutung, wie wir nachher noch im Satipatthana-Sutta sehen werden, wo die Betrachtung der Gefühle bzw. Empfindungen eins von insgesamt vier Satipatthanas ist. Der Durst führt dazu, dass man sich an das Dasein klammert, dass man die fünf Skandhas, welche die irdische Person konstituieren, gleichsam ergreift. Hier dargestellt als ausgesprochen hässlicher Affe, der die Frucht von einem Baum pflückt. Im Visuddhimagga wird Upadana als starker Grad des Begehrens beschrieben, wobei das Ergreifen und Anhaften vierfach unterschieden wird. Vier Arten des Anhaftens, ihr Brüder, gibt es. Das Anhaften an der Sinnlichkeit, das Anhaften an Ansichten, das Anhaften an Regeln und Riten, das Anhaften am Persönlichkeitsglauben. Das Anhaften an der Sinnlichkeit scheint mir nicht weiter erläuterungsbedürftig. Das Anhaften an Ansichten meint vor allem das Vertreten von Ansichten, die aus buddhistischer Sicht falsch sind. Genannt werden unter anderem, Almosen und Opfergaben sind wertlos oder es gibt in dieser Welt keine Mönche, die diese wie die nächste Welt selber erkannt und verwirklicht haben und sie erklären können. Das Anhaften an Regeln und Riten wird im Visuddhimagga als Festhalten der Ansicht, dass man durch bloße Sittenregeln und Riten Heiligung erlangen kann, erklärt. Das Anhaften am Persönlichkeitsglauben wird im Visuddhimagga wiederum mit den 20 Arten von Ich-Ansichten mit Hinsicht auf die Skandhas erläutert, wobei im Pugalapanatti zwischen Ewigkeitsglauben und Vernichtungsglauben unterschieden wird. Im Patthisambhadhimagga, dem 12. Buch des Kudaka Nikaya, werden 15 Formen des Ewigkeitsglaubens und 5 Formen des Vernichtungsglaubens unterschieden. Dort lesen wir zum Ewigkeitsglauben: Da glaubt der unkundige Weltling ein Selbst als den Besitzer des Körpers oder den Körper in einem Selbst eingeschlossen oder im Körper ein Selbst. Oder er glaubt ein Selbst als den Besitzer des Gefühls, der Wahrnehmung, der Willenstätigkeiten, des Bewusstseins oder das Bewusstsein in einem Selbst eingeschlossen oder im Bewusstsein ein Selbst. Zum Vernichtungsglauben heißt es: Da betrachtet der unkundige Weltling den Körper oder das Gefühl oder die Wahrnehmung oder den Willen oder das Bewusstsein als ein Selbst. Wer also daran glaubt, dass es ein von den 5 Skandhas unabhängig bestehendes Ich gebe, der glaubt auch, dass dieses Ich selbst nach Aufhebung dieser 5 Aspekte des Daseins noch weiter fortbestehe und ewig sei, was als Ewigkeitsglaube abgelehnt wird. Wer dagegen einen der 5 Daseinsaspekte für das Selbst hält, kann, da die Skandhas sich beim Tode nun mal einmal auflösen, nicht umhin auch notwendigerweise an die Vernichtung dieses Selbst zu glauben, was ebenfalls abgelehnt wird.
Aber kehren wir zum Konditionalnexus zurück. Das begehrende Verlangen führt nach dem Tod zu neuem Werden, hier sinnfällig dargestellt als schwangere Frau. Andere Bilder stellen das Werden in Form von Eiern dar, die von einer Henne ausgebrütet werden. Eine Malanweisung schreibt für das Werden die Darstellung des Schöpfergottes Brahma vor. Es kommt zur Geburt, unterschiedlich explizit versinnbildlicht durch eine Gebärende und damit zu allen Leiden, welche das menschliche Leben laut buddhistischer Daseinsanalyse ausmachen, vor allem Alter und Tod. Hier dargestellt als alter Mann, der einen in Leichentücher gehüllten Toten auf seinem Rücken trägt. Wir sehen noch Knochenreste und einen Toten, der offenbar von Tieren aufgefressen wird. Häufig werden zu Altern und Sterben noch Kummer, Jammer, Schmerz, Missstimmung und Bedrücktheit hinzugefügt. Es kehren hier also Begriffe wieder, die wir an anderen Stellen bereits gesondert angetroffen haben und die dort zur Erklärung des Durstes oder des Begehrens dienten. Neu ist, dass sie hier zu einer zusammenhängenden Kette von Ursachen und Wirkungen zusammengefügt erscheinen. Im Übrigen ist ihre Stellung und ihre Bedeutung unverändert. Wirklich neu ist hingegen die Erweiterung dieser Reihe um 4 weitere Glieder und die dadurch gegebene Fortführung der Ursachenkette bis zum Nichtwissen als letzter Ursache. Die Avidya, das Nichtwissen oder auch positiv betrachtet falsche Wissen, wird durch eine Blinde symbolisiert. Die Texte sprechen von einer alleinstehenden Frau. Schlingloff erklärt dies mit einem Verweis auf das altindische Bildungssystem, insofern eine Frau, die allein, also ohne ihren Ehemann steht und lebt, unwissend bleibe, weil der Ehemann seine Frau unterrichten soll. Wie dem auch sei, das Wissen, dessen Kenntnis der Mensch ermangelt, ist das Wissen, das die Erlösung bringt. Wir erinnern uns, in Shankaras Advaita Vedanta war dies die Erkenntnis des Atman, beziehungsweise die Erkenntnis der Existenzidentität von Atman und Brahman, die zu Moksha, zur Erlösung, führte. Im Buddhismus, wo die erlösende Erkenntnis im Erfassen der 4 Wahrheiten besteht, ist das Nichtwissen das Gegenteil von diesem. Das Nichterfassen bzw. die Unkenntnis der 4 edlen Wahrheiten und damit des wahren Wesens des irdischen Daseins und seiner Grundlagen. Dazu gehört natürlich auch die angeborene Fehlidentifikation der Skandhas mit dem Atman. Die Samskaras werden hier durch einen Töpfer, der ein Gefäß aus Ton formt, dargestellt. Der Ausdruck besagt Frau Wallner zufolge, der ihn mit Gestaltungen und Willensregungen übersetzt, dass etwas in einen Zustand der Bereitschaft gesetzt wird, der sich weiterhin auswirkt. So wird das Wort Gestaltung in der Sankhya-Karika verwendet, um den Zustand eines Rades auszudrücken, das in Schwung versetzt wurde und sich nun von selbst weiterdreht. Wenn also jemand den Entschluss fasst, etwas zu tun, so ist diese geistige Bereitschaft eine Gestaltung. Dabei sind es im Buddhismus vor allem Cetana genannte Willenseinstellungen, für die der Ausdruck gebraucht wird. In den Texten heißt es nun, dass die Gestaltung die 5 Gruppen, die Skandhas des künftigen Daseins, also die Persönlichkeit in der nächsten Verkörperung, bestimmen. Sie werden aus der Unkenntnis der 4 edlen Wahrheiten gestaltet und führen zu Geburt, Alter, Krankheit, Tod und Leiden. Unter Gestaltung sind im Lehrsatz vom abhängigen Entstehen also die Willensregungen zu verstehen, welche sich auf die Sinnesobjekte und die irdische Persönlichkeit richten und dadurch zur Wiedergeburt führen. Das Erkennen oder Bewusstsein, das als drittes Glied erscheint und als umherspringender Affe dargestellt wird, wird durch Willensimpulse und unbewusste Einprägung, also durch Samskaras, bestimmt. Der Affe ist ein altbekanntes Bild für das Erkennen oder für die Gedanken. So wie sich der Affe von Ast zu Ast schwingt, springen die Gedanken von einem Objekt zum anderen. Das vorliegende Bild scheint sogar das mit dem Erkennen verbundene Eingehen in die neue Existenz zum Ausdruck zu bringen, insofern es darstellt, wie der Affe sich von einem Haus zum nächsten schwingt. Entsprechend kommt dem Erkennen innerhalb der Ursachenkette auch eine klar definierte Rolle zu, wie wir aus dem Digha-Nikaya erfahren. Dort erklärt der Buddha seinem Schüler Ananda die Lehre vom bedingten Entstehen und äußert sich zum Erkennen folgendermaßen: Wenn das Erkennen, O Ananda, nicht in den Mutterschoß einginge, würden sich Name und Form im Mutterschoß bilden? Nein, O Herr. Und wenn das Erkennen, O Ananda, nachdem es in den Mutterschoß eingegangen ist, seine Stätte wieder verließe, würden Name und Form der Geburt zu diesem Leben teilhaftig werden? Nein, O Herr. Und wenn das Erkennen, O Ananda, bei dem Knaben oder Mädchen, während sie noch klein sind, verloren ginge, würden dann Name und Form wachsen, zunehmen und gedeihen? Nein, O Herr.
Das Erkennen ist also im frühen Buddhismus der subtile Träger des Lebens und der Wiederverkörperung, der nach dem Tode in die nächste Verkörperung eingeht, wie wir bereits aus der Erläuterung zur buddhistischen Palingenese wissen. Allein die unbewussten Anlagen des Geistes und charakterlichen Dispositionen, die Samskaras, überleben den Tod und initiieren als Geist oder Erkennen oder Bewusstsein des Sterbenden in einer bereits befruchteten Mutter den konditionierten Entstehungsprozess eines neuen psychophysischen Wesens. Jetzt sind wir beim vierten Glied der Ursachenkette, Namarupa, dem psychischen und physischen Organismus des Menschen. Dieses Element wird dargestellt als Boot mit zwei Männern, denn Nama und Rupa sind beide maskulin, das einen Fluss überquert. In einigen Darstellungen sind die beiden Männer zusätzlich mit einem Band miteinander verbunden, das ich auf der hier vorliegenden Abbildung allerdings nicht erkennen kann. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass Name und Form in einem Individuum zu einer Einheit verbunden sind. Damit sind wir bereits vertraut. Um es zu wiederholen, der Buddha teilt das gesamte körperliche und geistige Dasein des Menschen in Geistigkeit, Nama, und Körperlichkeit, Rupa, ein, wobei er die Geistigkeit nochmal vierfach unterteilt, sodass sich insgesamt fünf Gruppen oder Daseinsgruppen, die bekannten Skandhas, ergeben. In der ersten Predigt hatte der Buddha den Durst bzw. das Begehren oder die Gier zur Ursache von Geburt, Alter, Krankheit und Tod erklärt. Im Pratityasamutpada wird das Leiden nun auf das Nichtwissen zurückgeführt. Wir müssen also abschließend vor allem das Verhältnis von Durst und Nichtwissen klären. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Legende, die Entdeckung des Lehrsatzes vom Abhängen entstehen, teilweise in die Erleuchtung des Buddhas oder die unmittelbar daran anschließende Zeit verlegt. Im Mahavagga heißt es beispielsweise: Zu der Zeit weilte der Erhabene bei Uruvilva, am Ufer des Flusses Nairanjana, am Fuße des Baumes der Erleuchtung, nachdem er eben erst die Erleuchtung gefunden hatte. Da saß nun der Erhabene am Fuße des Baumes der Erleuchtung 7 Tage lang in ein und demselben Sitz mit gekreuzten Beinen, indem er das Wohlgefühl der Erlösung genoss. Da betrachtete der Erhabene in der Nacht das abhängige Entstehen in gerade und umgekehrter Reihenfolge. Abhängig vom Nichtwissen entstehen die Willensregungen und so weiter. So kommt die Entstehung dieser ganzen Leidensmasse zustande. Durch Aufhebung des Nichtwissens infolge völliger Leidenschaftslosigkeit werden die Willensregungen aufgehoben und so weiter. So kommt die Aufhebung dieser ganzen Leidensmasse zustande. Als der Erhabene diese Sache erkannt hatte, tat er zu dieser Zeit folgenden Ausspruch: Wahrlich, wenn dem ringenden, sinnenden Brahmanen die Gegebenheiten sichtbar werden, dann vergehen ihm alle Zweifel, denn er erkennt die Gegebenheiten samt ihren Ursachen. Erich Frauwallner hat bereits mit meines Erachtens guten Gründen die Auffassung vertreten, dass es sich beim Konditionalnexus um eine Weiterbildung der ersten Verkündigung des Buddhas handelt und die Verbindung des Lehrsatzes mit der Erleuchtungserfahrung eine spätere Zuschreibung ist, die seiner zentralen Stellung innerhalb der ältesten buddhistischen Lehre und der Überlegenheit gegenüber der Lehre von den vier edlen Wahrheiten Rechnung tragen soll. Ursprünglich hatte der Buddha nur den Durst als Ursache der Wiederverkörperung betrachtet. Danach, so Frauwallner, hatte sich ihm der Gedanke aufgedrängt, dass die letzte Ursache für unser fortgesetztes Dasein im Wiedertodkreislauf im Nichtwissen gesucht werden müsse. Nun galt es, diese beiden Ideen zu einer Einheit zu verschmelzen, und dies geschah in der 12-gliedrigen Ursachenkette. Daran schloss sich eine letzte Zusammenfassung sämtlicher Ursachen der Verstrickungen in Sansara an. Durch die Unterscheidung der beiden primären Formen des Durstes, nämlich dem sinnlichen Begehren, Kama-Trishna, sowie dem Daseinsbegehren, Bhava-Trishna, waren zusammen mit dem Nichtwissen, Avidya, 3 Ursachen gegeben. Diese fasste man nun unter einer einheitlichen Bezeichnung zusammen. Und zwar wählte man dafür einen alten Ausdruck, den wir bereits aus der Lehre des Jainismus als Einströmung kennen, nämlich den Ausdruck Asrava, der hier so viel wie Befleckung bedeutet. Und so sprach man nun von den 3 Befleckungen als Wurzel aller Übel und Ursache unseres fortgesetzten Leidens im Sansara: der Befleckung der Begierden, der Befleckung des Werdens sowie der Befleckung des Nichtwissens. Klarerweise konnten solche Gedankenfortschritte nicht ohne Konsequenzen für die Beschreibung des Heilspfades, insbesondere der Erleuchtung, bleiben. Und so finden wir im Kanon an verschiedenen Stellen, die den Begriff der Befleckung und damit die Gesamtheit der Ursachen für unsere Existenz im Sansara berücksichtigen. Nachdem nun sein Geist so gesammelt, gereinigt, geläutert, fleckenlos, frei von Störungen, geschmeidig, wirkungsfähig, fest und unerschütterlich geworden ist,
richtet er ihn auf die Erkenntnis des Schwindens der Befleckung. Das ist das Leiden, das ist die Entstehung des Leidens, das ist die Aufhebung des Leidens, das ist der zur Aufhebung des Leidens führende Weg, erkennt er der Wahrheit gemäß. Das sind die Befleckungen, das ist die Entstehung der Befleckung, das ist die Aufhebung der Befleckung, das ist der zur Aufhebung der Befleckungen führende Weg, erkennt er der Wahrheit gemäß. Indem er solches erkennt, solches schaut, wird sein Geist von der Befleckung der Begierde erlöst, von der Befleckung des Werdens erlöst, von der Befleckung des Nichtwissens erlöst. Im Erlösten entsteht das Wissen von seiner Erlösung. Vernichtet ist die Wiedergeburt, vollendet der heilige Wandel, erfüllt die Pflicht, keine Rückkehr mehr gibt es in diese Welt, also erkennt er. Der Buddhist erkennt also über die vier edlen Wahrheiten hinaus nun sämtliche Ursachen des Leidens, ihre Entstehung, ihre Aufhebung sowie den Weg zu ihrer Aufhebung. Die in den vier edlen Wahrheiten erhaltene Erkenntnis fand dadurch ihre Ergänzung und Vollendung. Frau Wallner fasst seine meines Erachtens überzeugende Darstellung der Entwicklung der frühbuddhistischen Lehre folgendermaßen zusammen. Die Lehre von den vier edlen Wahrheiten war die Erkenntnis, die der Buddha selbst im Augenblick der Erleuchtung gefunden hatte. In ihr galt der Durst allein als Ursache allen Leidens. Das hatte er sich nun, wie wir gesehen haben, im Laufe der Zeit als unzureichend herausgestellt und man hatte daher diese Lehre weiter ausgebildet und ergänzt, bis man schließlich in der Lehre von der Befleckung dazu gekommen war, zwei Formen des Durstes zusammen mit dem Nichtwissen als Ursache des Leidens zu erklären. Sobald dies geschehen war, konnte aber die Erkenntnis der vier edlen Wahrheiten allein nicht mehr als ausreichend für die Erlösung betrachtet werden. Man war genötigt, die erlösende Erkenntnis in einer Weise zu erweitern, die der besprochenen Weiterbildung der Lehre Rechnung trug. Und das geschah, indem man auf die Erkenntnis der vier edlen Wahrheiten die Erkenntnis der Befleckung, ihrer Entstehung, ihrer Vernichtung und des Weges zu ihrer Vernichtung folgen ließ. Kehren wir zum Sansara Chakra und dem nächsten Ring zurück. In den entsprechenden Texten beginnt die Anweisung mit der generellen Bestimmung, dass ein fünfteiliges Rad herzustellen sei, um die fünf Lebenswege, nämlich Götter, Menschen, Hungergeister, sogenannte Pretas, die Wesen in den kalten und heißen Höllen und Tiere darzustellen. Wie wir auf der Darstellung hier sehen, stimmen die meisten Sansara-Chakras mit dieser Malvorschrift nicht überein, insofern in fünf Daseinsbereichen in einigen Darstellungen noch ein Bereich der eifersüchtigen oder streitenden Halb- oder Gegengötter, den Asuras, als sechster beigesellt wird, der ursprünglich offenbar nicht vorgesehen war. Oben in der Mitte ist die Götterwelt dargestellt, rechts daneben die Welt der Asuras, die sich im Kampf mit den Göttern über die Trennlinie hinweg befinden. Die sechs Bereiche werden einmal in drei untere und drei obere Felder aufgeteilt. Die unteren Felder zeigen dabei die unangenehmen Formen der Reinkarnation, während die oberen die angenehmen Bereiche darstellen. Darin deutet sich bereits ein grundsätzlicher Unterschied zum Jainismus an, der ja sogar eine Reinkarnation als Nigoda annimmt. Buddhistischer Lehre zufolge kann man hingegen nur in eine solche Lebensform reinkarniert werden, bei der es möglich ist, Freude und Leid bewusst zu erleben. Damit ist nach der ältesten traditionellen Ansicht des Buddhismus eine Wiedergeburt als Pflanze oder Nigoda ausgeschlossen. Eine andere Einteilung zählt noch den Bereich der Asuras zu den sogenannten Abwegen oder niederen Fährten, den Apayas, die identisch sind mit den sogenannten vier Leidensfährten, Dukkati. Dieser Einteilung zufolge gelten nur die Menschen- und Götterwelt als Sugati, als Glücksfährten. Acinteya, was nicht zu denken ist, also das, was über die Grenzen des Denkens hinausgeht und worüber man deshalb nicht nachgrübeln sollte, ist der Lehre des Buddhas zufolge der Machtbereich des Buddhas, der Machtbereich der Vertiefung, der Bereich der Karma-Wirkung sowie die Ergründung der Welt. Und das trifft meines Erachtens in einem eminenten Sinne auch auf die Kosmografie des Buddhismus selbst zu. Sie sehen hier einige Darstellungen, die Teilaspekte derselben veranschaulichen sollen. Sie finden das verwirrend? Gut, denn das ist es auch und ich werde Sie mit den Details verschonen. Fragen Sie doch mal einmal Ihren Buddhologen um die Ecke, welche Himmelsrichtung dem Größtkönig Kubera zugeordnet ist und wie die Städte oder Göttermädchen heißen, die sich in seinem Reich befinden. Ganz im Sinne des Heilspragmatismus des Buddhas können wir diese Sachverhalte unentfaltet lassen. Während die kosmografischen Systeme der Brahmanen und der Jainas eine ganze Reihe von Übereinstimmungen haben, ist das System der Buddhisten in einigen Aspekten davon auf eigentümliche Weise unterschieden. Allein einige ausgesuchte Analogien und Differenzen hier im Einzelnen vorzutragen, wäre bereits eine für Sie und mich hochgradig enervierende Angelegenheit.
Sie können sich aufgrund der Jainismus-Vorlesung ja vielleicht eine ungefähre Vorstellung machen. Von größerer Bedeutung sind ohnehin die 5 oder 6 Bereiche, in denen eine Wiedergeburt stattfinden kann. Ich werde mich daher im Folgenden einfach auf die 6 Daseinsbereiche beschränken und diese etwas genauer erläutern. Beginnen wir mit dem Bereich der Götter, dem relativ glücklichsten Daseinsreich, was es den Göttern dann auch schwer macht, die Notwendigkeit der Erlösung einzusehen. Sie sind durch ihren temporären Glückszustand borniert und lauschen kaum der Belehrung, die ihnen der transzendente Bodhisattva Avalokiteshvara hier in Gestalt des Helfers mit der Laute singt, ständig liegen sie im Streit mit den Asuras. Die Götter befinden sich nach buddhistischer Anschauung also ebenfalls im Sansara. Ihre Existenz dort mag zwar tausende von Jahren umfassen, aber auch sie muss irgendwann enden, wenn das angehäufte gute Karma aufgebraucht ist. Es findet dann eine neue Wiedergeburt in einem der anderen Daseinsbereiche statt. Die Kommentare zum Pali-Kanon nennen übrigens 3 Möglichkeiten einer Etymologie des Wortes Deva. Von der Wurzel Div, spielen, abgeleitet sind die Devas diejenigen, die in Sinnenfreuden spielen. Von der Wurzel Div, leuchten, abgeleitet sind die Devas die Glänzenden. Von der Wurzel Da, geben, abgeleitet sind Götter solche, denen man gibt. Die Himmelsregionen liegen der buddhistischen Kosmographie zufolge über dem Luftraum. Sie sind in mehrere Etagen eingeteilt, wobei der Buddhismus ursprünglich 7 davon kannte. Später wurde die Zahl der Himmelsetagen dann ins 3- bis 4-fache erhöht, warum auch immer. Die Namen der einzelnen Götterklassen können wir hier getrost beiseite lassen und auch ihre Lebensdauer und Paläste sollten wir unbedingt ignorieren. Wenden wir uns dem Reich der Asuras zu. Avalokiteshvara versucht hier mit dem Schwert Frieden zu stiften, nur ein einzelner Dämon hört seine Botschaft und ist andachtsvoll vor ihm zu Boden gefallen. Auch hier können wir uns weitere Details ersparen. Das Wort für Mensch, Manushya, lässt sich etymologisch von Manu oder Manus, dem Ahnherren der Menschen, herleiten, oder von Manas, Geist, Verstand, wie es ein indisches Sprichwort sagt. Wegen der Fülle an Geist heißen sie Menschen. Die Existenz als Mensch ist günstig für die Erlösung, denn einerseits ist das Leben des Menschen im Gegensatz zu dem der Götter so leidvoll, dass die Notwendigkeit der Erlösung unmittelbar einsichtig ist. Andererseits ist der Mensch im Gegensatz zu den Tieren geistig in der Lage, die zur Erlösung führende Lehre zu verstehen. Die Pretas, die Hungergeister oder Gespenster, die in unwirtlichen Gegenden geboren werden, leiden an ständigem Hunger und Durst. Ihre Bäuche sind enorm groß, aber ihre Münder sind so klein wie ein Nadelöhr. Sie sind zwar generell für den Menschen unsichtbar, können aber mit bestimmten Handlungen auf sich aufmerksam machen und Menschen erschrecken. Wir sehen hier links den Bereich der Höllen und rechts den Bereich der Tiere. Ich konzentriere mich hier auf den Daseinsbereich der Höllen, deren Schilderung in buddhistischen Schriften ein sehr beliebtes Thema ist. Höllen sind Straforte, deren Lage man sich unter der Erde vorstellte. Die Strafen in den Höllen dauerten zwar teilweise ungeheuer lange, aber doch nicht ewig, wie auch das Leben der in den Götterwelten wohnenden Wesen nicht ewig ist, sondern ebenfalls dem Wiedertodkreislauf unterliegt. Der älteste Buddhismus kennt nur 7 Haupthöllen. Ich wende mich da den jüngeren Anschauungen zu, die auch den hier vorliegenden Darstellungen zugrunde liegen. Das Mahavastu spricht beispielsweise von 8 Haupt- und 16 Nebenhöllen. Nach den Jatakas befinden sich jeweils 4 Nebenhöllen an jeder Seite der 8 Höllen, was insgesamt 128 Nebenhöllen ergibt. Die Größen der Höllen müssen uns nicht weiter interessieren. Ich gebe hier einfach eine kurze Beschreibung der einzelnen Höllenabteilungen. Die erste Hölle trägt den Namen Samjiva, Wiederbelebung. Hier werden die Hölleninsassen von den Höllenknechten mit glühenden Waffen verschiedener Art zerstückelt. Mit Messern werden ihnen die Glieder abgeschlagen und zerschnitten, bis sie das Bewusstsein verlieren, woraufhin aus dem Himmel eine Stimme erklingt: Werdet wieder lebendig. Von diesem Wiederbeleben sollen die Hölle ihren Namen haben. Die Folter beginnt dann erneut. In der zweiten Hölle, Kalasutra, was so viel wie Schwarzfaden bedeutet, werden die Insassen mit einem schwarzen Faden aneinandergereiht und mit flammenden Sägen und Äxten behauen wie frisches Holz, wie es heißt. Sind sie einmal in Stücke zerschlagen, erstehen sie wieder zu neuem Leben und das Ganze geht natürlich wieder von vorne los. In der dritten Hölle, Sangatta, Zusammenprall, werden die Lebewesen, wie der Name vermuten lässt, zwischen Bergen, in einer eisernen Presse oder durch herabfallende Felsbrocken zerquetscht, sodass ihr Blut wie in Strömen fließt. In der vierten Hölle, Raurava, wiederholtes Geheul,
werden die Lebewesen in ein eisernes Haus gebracht und fangen dort an zu brennen, indem Flammen aus ihren Wunden treten. Während sie verbrennen, stoßen sie furchtbare Schmerzensschreie aus, die der Hölle offenbar ihren Namen gegeben haben. In der fünften Hölle, Maharaurava, großes wiederholtes Geheul, bricht aus den Wunden der Verdammten ein ätzender Rauch hervor, der den ganzen Körper verzehrt. Nach dem Mahavastu werden in Maharaurava die Verdammten in ein heißes, loderndes Feuer geworfen. Sie stoßen ein so lautes Geschrei aus, dass es die Menschen angeblich sogar hören können. In der sechsten Hölle, Tapana, brennen, werden die Lebewesen in eine Pfanne im Feuer gelegt und geröstet. Dabei werden brennende Speere in sie gebohrt. Aus den Wunden tritt Asche, aus den Poren und Körperöffnungen tritt Feuer aus. Die Lebewesen werden auf dem brennenden Erdboden auf den Rücken gelegt und mit einem glühenden Hammer geschlagen. Andere werden auf flammenden Eisenspießen voller Widerhaken aufgereiht. Das Mahavastu berichtet, dass die gebratenen Hölleninsassen gegessen werden, bis nur noch die Knochen übrig sind. Es entsteht dann von selbst wieder Haut, Fleisch und Blut, damit die Folter erneut beginnen kann. In der siebten Hölle, Pratapana, starkes Brennen, werden die Lebewesen von drei Speerspitzen im Rücken und an den Seiten getroffen. Aus den Wunden tritt Asche aus. Der ganze Körper wird mit glühenden Eisenfesseln umwunden. Die Höllenbewohner werden in große eisernen Töpfen, die von glühendem Feuer eingehüllt sind und mit kochender Ätzlauge gefüllt sind, wie kleine Reiskörner gekocht, so der Text. In der achten Hölle, Avicii, erleidet der Sünder die fünffache Fesselung. Die Höllenknechte treiben ihm glühende Eisenstücke durch Hände, Füße und Brust. Die Schmerzen, die man empfindet, wenn man von 300 Speeren durchbohrt wird, sind angeblich nicht mal mit einem kleinen Teil der Qualen in der Avicii-Hölle vergleichbar. Hier landet man, wenn man die sogenannten Anantarika-Kamma, die fünf höllischen Taten, begangen hat. Es sind der Vatermord, der Muttermord, der Mord eines erleuchteten Arhats, die Verwundung eines Buddhas sowie die Bewirkung einer Ordensspaltung. Im Anguttara Nikaya heißt es: Fünf dem Abweg und der Hölle verfallene, jähzornige, unheilbare Menschen gibt es. Welche fünf? Den Vatermörder, den Muttermörder, den Ahatmörder, den in boshafter Gesinnung des vollendeten Blutvergießenden, den Entzweier der Jüngerschaft. Über die letzte Tat heißt es dann: Was, o Ehrwürdiger, erwirkt sich einer, der den einigen Orden entzweit? Eine für ein Weltzeitalter andauernde Strafe, Ananda. Worin aber, o Ehrwürdiger, besteht die für ein Weltzeitalter andauernde Strafe? Darin, dass er ein Weltzeitalter lang in der Hölle Qualen leidet. Von den 128 Nebenhöllen finden wir nur vier näher beschrieben. Als erste der Nebenhöllen wird Kukula, Ascheglut, genannt. Hier sinkt man kniehoch in Ascheglut ein. Wenn man dort den Fuß niedersetzt, werden Haut, Fleisch und Blut vernichtet. Wenn man den Fuß anhebt, entstehen Haut, Fleisch und Blut wieder, wie es in der Surple Katika des Mahamati heißt. Aus dieser Hölle gelangt man in die zweite Nebenhölle, die Kunapa, Kot heißt. Sie besteht aus einem Morast von Exkrementen, in dem die Wurm mit scharfem Schnabel genannten Lebewesen hausen, die einen weißen Körper und einen schwarzen Kopf haben und sich in die Haut der Lebewesen bohren. Aus Furcht vor ihnen flüchten die Höllenbewohner dann in die Hölle Messerfahrt, Kshudamarga. Dort zerreißen Hunde, die eiserne Zähne haben, die nach Hilfe rufenden Höllenbewohner unter lautem Gebell, oder Krähen, die eiserne scharfe Schnäbel mit schrecklichen Krallen haben, zerfleischen sie. Ein Teil der Hölle trägt den Namen Eisenblätterwald, wo man von den messerartigen Blättern zerschnitten wird. Die vierte Nebenhölle heißt Nadi Vaitarani. Es ist der Höllenfluss, dessen Wasser unerträgliche Qualen verursacht. Höllenknechte fischen die Lebewesen hier aus dem Fluss mit eisernen Haken, werfen sie auf den glühenden Boden, öffnen ihnen gewaltsam die Münder und zwingen sie, glühende Eisenkugeln und flüssiges Kupfer zu schlucken. Die Beschreibung der acht kalten Höllen erspare ich uns an dieser Stelle. Es folgt nun ein kurzes Video aus Wat Sen Suk, einer Tempelanlage in Thailand, die 1986 errichtet wurde und auf deren Gelände sich ein berühmter Höllengarten befindet. Ein Spaß für die gesamte Familie. Die Originalmusik des Videos habe ich durch eine dem Gegenstand angemessenere ersetzt. Der Ring nahe der Narbe veranschaulicht die Bewegungen des Abstiegs und Aufstiegs innerhalb des Werdekreislaufs. Auf der rechten Seite werden die Menschen von Mara mit einem Seil, an das sie gefesselt sind, nach unten gezogen, während sich auf der linken Seite die Menschen nach oben bewegen, indem sie auf die Worte des Buddhas hören. Die im Text gegebene Vorschrift,
das in dem hier rot hervorgehenden Zentrum Raga, Dvesha und Moha, also Gier, Hass und Verblendung, in den Erscheinungsformen von Turteltaube, Schlange und Schwein darzustellen sein, ist offenbar irgendwann in Vergessenheit geraten, denn wir sehen hier anstelle der Taube einen Hahn. Die drei Tiere bilden auf jeden Fall einen Kreis, in dem sie einander in den Schwanz beißen. Gier, Hass und Verblendung gehören also untrennbar zusammen, insofern Hass die verblendete Reaktion auf eine unangenehme Empfindung und Gier die verblendete Reaktion auf eine angenehme Empfindung ist. Hass, Gier und Verblendung gelten als die hauptsächlichen Befleckungen, wie wir nun wissen, die das ganze Rad in Bewegung halten. Wenden wir uns nun dem Mond und damit dem Nirvana zu. Das Nirvana, wörtlich das Erlöschen, gemeint ist das Erlöschen einer Lampe oder eines Feuers, bildet das höchste und letzte Ziel alles buddhistischen Strebens. Das heißt, das restlose Erlöschen und damit die restlose Befreiung von allem künftigen Wiedergeborenwerden, Altern und Sterben, Leiden und Elend. Bevor ich irgendetwas zum Nirvana sage, müssen wir uns gleich von allen falschen Assoziationen befreien, die das Wort Erlöschen in uns hervorruft und dem indischen Denken nicht gerecht werden würden. Inwiefern dieses Erlöschen zu verstehen ist, verdeutlicht ein Dialog aus dem Moksha-Dharma genannten Abschnitt des Mahabharatas, in dem der Seher Bhrigu in einem Gespräch mit Bharadvaja das Weiterleben der Seele durch den Vergleich mit einer erloschenen Flamme erklärt. Nicht vergeht der in einen Leib eingegangene Jiva, wenn der Leib vergeht, sondern er ist wie ein Feuer, nachdem das Brennholz verbrannt ist. Wenn seine Vernichtung nur insofern nicht zugegeben wird wie die eines solchen Feuers, so ist zu erwidern, dass ja auch das Feuer nach Verzehrung des Brennholzes nicht mehr wahrzunehmen ist. Er, der Jiva, wird zunichte, sage ich, und betrachte ihn wie das ohne Brennholz erlöschende Feuer, von dem man nicht sagen kann, wohin es gehe, welcher ein Beweis dafür vorhanden sei und welches sein Aufenthaltsort sein möge. So wie, wenn man ihm kein Brennholz mehr zuführt, das Feuer nicht mehr wahrnehmbar, sondern wegen seines Übergegangenseins in den Äther schwer zu erfassen, weil ohne feste Stätte ist. Ebenso befindet sich der Jiva, wenn er den Leib verlassen hat, in einem dem Äther ähnlichen Zustande, wird aber wegen seiner Feinheit nicht wahrgenommen, wie der Schein jenes Feuers, darin ist nicht zu zweifeln. Wie nach uralter indischer Vorstellung in einem solchen Fall das Element des Feuers nicht vergeht, sondern nur unsichtbar wird, so geht es auch mit der Seele beim Sterben. Das Aufflammen und Erlöschen eines Feuers bedeutet also kein Entstehen und Vergehen, sondern lediglich das Sicht- und Unsichtbarwerden des bereits vorhandenen Feuers. Wir müssen uns im Folgenden also fragen, ob das Nirvana im Buddhismus wirklich ein restloses Vergehen bedeutet oder hier etwas lediglich unfassbar wird und wenn ja, was? Aus dem bisher Gesagten folgt, dass das Nirvana das Erlöschen der Befleckungen der Begierde, des Werdens und des Nichtwissens sein muss und damit das Ende jeglicher Identifikation der Skandhas als dem eigenen Selbst. Als Ende des Wiedertodkreislaufs bezeichnet der Buddha das Nirvana auch als das Todlose, Amrita. Da alles Bedingte dem Tod und der Vernichtung unterworfen ist, muss das Nirvana notwendigerweise selbst unbedingt sein, denn sonst könnte es nicht das wahrhaft Todlose sein. Beginnen möchte ich mit der Unterscheidung zweier Aspekte des Nirvanas, die in den Texten unterschieden werden. Die völlige Erlöschung der Leidenschaften wird auch Sa-Upadishesha Nibbana genannt, also Nibbana, bei dem die Daseinsgruppen, die Skandhas, noch übrig sind. Das bedeutet nichts mehr, als dass man noch lebt und in seinem Körper existiert, nachdem man das Nirvana erfahren und die Erleuchtung erlangt hat. Davon wird das An-Upadishesha Nibbana unterschieden, das Nibbana, bei dem keine Daseinsgruppen mehr übrig sind, und folglich im Tod eines Erleuchteten eintritt. Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass es sich dabei weder um die Vernichtung noch um ein ewiges Leben für das Ich handelt, denn ein solches hat es buddhistischer Daseinsanalyse zufolge ja nie gegeben. Es ist lediglich die leidverursachende Illusion eines in den Skandhas zu findenden Selbst, die zusammen mit den Befleckungen vernichtet wird. In den Texten lesen wir nun zu dieser Unterscheidung Folgendes. Diese zwei Nibbana-Bereiche sind von einem solchen klarsehenden, befreiten enthüllt worden. Der eine Bereich, hienieden, der gegenwärtigen Erscheinung angehörend, ist mit dem Rest von Beilegungen behaftet und besteht in der Vernichtung des Lebensdranges. Der von dem Rest von Beilegung freie Bereich aber ist der zukünftige, in welchem alle Arten des Werdens verschwunden sind. Die diese nicht gestaltete Stätte erkannt haben,
die Geisterlösten, deren Lebensdrang vernichtet ist, diese so Beschaffenen haben, dieser Vernichtung froh, das Wesen der Erscheinungen erreicht und sich jeder Art des Werdens entäußert. Als mit einem Daseinsreste behaftet, gilt das Nirvana, wenn es sich zusammen mit einem Daseinsreste zeigt. Insofern es dann in demjenigen, der das Nirvana erreicht hat, aufgrund des Gestilltseins der Trübung und aufgrund des Daseinsrestes erkennbar ist. Wenn aber bei einem solchen durch Überwindung der Entstehungsursache und Aufhebung der Karma-Wirkung vom letzten Bewusstseinsmomente seines Sterbens ab keine neuen Gruppen mehr erzeugt werden und die alten schwinden, so gilt dies als die Abwesenheit jedes Daseinsrestes. Insofern man aber daran erkennen kann, dass es da keinen Daseinsrest mehr gibt, so gilt das Nirvana eben als frei von jedem Daseinsrest. Da das Nirvana aber nur erreicht werden kann, vermittelt der durch unbeugsame Kraft gewirkten außergewöhnlichen Erkenntnis und das auch so vom Alferkennenden gelehrt wurde, darum ist das Nirvana im höchsten Sinne und seiner wahren Natur nach etwas Seiendes. Es heißt nämlich, es gibt, ihr Mönche, ein ungeborenes, ungewordenes, ungestaltetes, unerschaffenes. Das letzte Zitat hier stammt aus einem Text aus dem Kudaka Nikaya. Schauen wir uns die gesamte Passage zusammen mit einigen weiteren Textausschnitten zum Wesen des Nirvanas einmal an. Es gibt, ihr Mönche, eine Stätte, wo nicht Erde noch Wasser ist, nicht Licht noch Luft, nicht Raumunendlichkeit, noch Bewusstseinsunendlichkeit, noch Nichtzeit, noch weder Bewusst noch Unbewusstheit, nicht diese Welt noch jene Welt, beides Sonne und Mond. Das heiße ich, ihr Mönche, weder kommen noch gehen noch stehen, weder sterben noch Geburt. Ohne Grundlage, ohne Fortgang, ohne Halt ist es. Das ist des Leidens Ende. Es gibt, ihr Bhikkhus, ein Nichtgeborenes, Nichtgewordenes, Nichtgeschaffenes, Nichtaufgebautes. Wenn es, Bhikkhus, dieses Nichtgeborene, Nichtgewordene, Nichtgeschaffene, Nichtaufgebaute nicht gäbe, dann wäre ein Ausweg aus dem Geborenen, Gewordenen, Geschaffenen, Aufgebauten nicht zu erkennen. Da es aber, Bhikkhus, das Nichtgeborene, Nichtgewordene, Nichtgeschaffene, Nichtaufgebaute gibt, darum ist ein Ausweg aus dem Geborenen, Gewordenen, Geschaffenen, Aufgebauten zu erkennen. Das Geborene, Gewordene, Entstandene, Geschaffene, Gestaltete, Unbeständige, aus Alter und Tod gebildete, das Nest des Siechtums, das Gebrechliche, aus dem Strom der Nahrung entsprungene, es reicht nicht hin, um daran Wohlgefallen zu finden. Der Ausweg aus ihm ist der Friede, das dem Sinnen unzugängliche, Beständige, die ungeborene, unentstandene Stätte, frei von Kummer und Leidenschaft, die Aufhebung der Leidenserscheinungen, das selige Zur-Ruhe-Kommen der Prozesse. Das Nirvana hat als Merkmal den Frieden, als Wesen das Todlose oder die Besänftigung, als Äußerung das Merkmallose oder von Mannigfaltigkeit Freie. Ist wohl das Nirvana etwas Nichtwirkliches im Sinne von etwas Nicht-zu-Entdeckendem, wie etwa das Horn eines Hasen? Nein, denn der rechte Wandel bleibt doch nicht ohne Frucht. Gäbe es nämlich kein Nirvana, so würde der rechte Wandel sich als fruchtlos erweisen. Dieser Wandel aber ist nicht fruchtlos, weil man eben dadurch das Nirvana erreicht. Wenn es aber im Pfade anwesend ist, so hat es doch wohl sicher eine Entstehung. Nein, es wird nicht durch den Pfad erzeugt. Durch den Pfad nämlich kann es nur erreicht, aber nicht erzeugt werden. Darum hat es eben keine Entstehung. Und weil es keine Entstehung hat, ist es frei von Altern und Sterben. Und weil es frei ist von Entstehen, Altern und Sterben, darum ist es unvergänglich. Wahr ist es, o König, dass der Erhabene auf vielhundertfache Weise seinen Jüngern den Pfad zur Verwirklichung des Nirvana gewiesen hat. Nicht aber hat er eine Entstehungsursache des Nirvana dargelegt. Nicht erzeugbar, o König, ist das Nirvana. Da wurde keine Entstehungsursache desselben angegeben. Komm, ehrwürdiger Nagasena, gib mir einen Beweis und überzeuge mich durch Vernunftgründe, damit ich einsehen lerne, dass es zwar ein Mittel zur Verwirklichung des Nirvana gibt, aber keine Entstehungsursache desselben. Kann wohl, o König, ein Mann vermittelt seiner natürlichen Kräfte von hier aus zum Himalaya, dem König der Berge, gelangen? Gewiss, o Ehrwürdiger. Könnte er aber, o König, den Himalaya hierher holen? Das freilich nicht, o Ehrwürdiger. Ebenso auch, o König, kann man zwar den Weg zur Verwirklichung des Nirvana aufweisen, aber keine Entstehungsursache desselben. Und warum nicht?
weil das Nibbana unerschaffen ist. Ist denn, ehrwürdiger Nagasena, das Nibbana unerschaffen? Ja, o König, unerschaffen ist das Nibbana. Durch niemanden ist es erschaffen worden. Vom Nibbana, o König, kann man nicht sagen, es sei entstanden oder nicht entstanden oder erzeugbar oder vergangen, gegenwärtig oder zukünftig oder erkennbar für Auge, Ohr, Nase, Zunge oder Körper. In diesem Falle, ehrwürdiger Nagasena, erklärt ihr doch das Nibbana als etwas Nichtseines und zeigt, dass das Nibbana gar nicht existiert. Es existiert, o König, das Nibbana. Dem Geiste erkennbar ist das Nibbana. Mit dem geklärten, erhabenen, geraden, ungehemmten, überweltlichen Geiste erkennt der mit vollkommenem Wandel ausgestattete edle Jünger das Nibbana. Diesen Texten folgt beispielsweise auch die Nirvana-Interpretation Perry Schmidt-Leukels, der argumentiert, dass das Nirvana des Pali-Buddhismus nicht auf den Bewusstseinszustand einer erleuchteten Person reduziert werden könne. Als Ziel eines erfolgreich gegangenen Erlösungsweges wäre das Nirvana von diesem abhängig und somit dem Konditionalnexus zufolge unvermeidlich vergänglich. Erleuchtung müsse vielmehr als die Erfahrung einer unbedingten, asamskrita und überweltlichen, lokottara Wirklichkeit interpretiert werden. Es gibt nun Indizien im Kanon dafür, dass der präkanonische Buddhismus hier eine dem Jainismus vergleichbare Vorstellung vertreten hat. Wir erinnern uns, wenn im letzten Gunasthana der Panzer des Karmas restlos vernichtet worden ist, steigt die erlöste Seele zum Gipfel der Welt empor. Dies geschieht den Jainas zufolge durch die der Seele von Natur aus eigene, geradlinig nach oben gerichtete Bewegung, die zuvor durch die Schwere der Karmastoffe gehemmt wurde. Die befreiten Seelen sind nun Kevala, isoliert oder abgetrennt vom Bereich des Erschaffens, Erhaltens und Zerstörens. Sie stehen über dem kosmischen Geschehen und über den Wirrungen des irdischen Lebens. Bei diesen Seelen sind alle individuellen Verschiedenheiten geschwunden, welche ihnen zuvor das Karma beigelegt hatte. Dagegen haben sie alle die vier sogenannten Unendlichkeiten: unendliches Wissen, unendliches Schauen, unendliche Kraft und unendliche Wonne. Sie sind transzendent, aller Zeitlichkeit enthoben, tatenlos und in ungestörtem Frieden. Der kürzlich verstorbene dänische Indologe Christian Lindner hat die präkanonische Nirvana-Vorstellung versucht zu rekonstruieren und ist dabei zu folgendem Ergebnis gekommen. The old conception is one of a place one can actually go to. It is called Nirvana Dhatu. Has no border signs, is localized somewhere beyond the other six Dhatu, beginning with Earth and ending with Vijnana, but is closest to Akasha and Vijnana. One cannot visualize it, it is Anidarshana, but it provides one with firm ground under one's feet, it is Dhruva. Once there, one will not slip back, it is Achyutapada. As opposed to this world, it is a pleasant place to be in, it is Sukha, things work well. As providing an escape from this world, it is called Nisarana. Liberation, much as in Jainism one may add, was to be found somewhere on the top of the world. Auch Frau Wallner weist auf den Begriff Nirvana Dhatu hin und übersetzt ihn mit Sphäre des Erlöschens, in die der Erlöste eingeht und dort so ungreifbar ist wie das erloschene Feuer. Im Samyutta Nikaya lesen wir, dass der Zustand des Erlösten dem menschlichen Denken unfassbar und unausdrückbar ist. An anderer Stelle lesen wir von Nirvana Pura, einer Stadt des Erlöschens. All dies scheint auch Lindners Interpretation eine gewisse Plausibilität zu verleihen. Damit wäre die oder zumindest eine ursprüngliche Nirvana-Vorstellung des Buddhismus gar nicht so weit von der Erlösungsvision des Jainismus entfernt, was angesichts eines gemeinsamen geistigen Erbes in der Shramana-Bewegung auch nicht weiter verwundern würde. Lesen wir dazu noch zwei letzte Zitate, beginnend mit einem Abschnitt aus dem Sutta Nipata des Kudaka Nikaya. Dort sagt der Buddha zu Upasiva: Gleich wie die Flamme, ausgelöscht durch Windesmacht, zu Ende kommt und nicht mehr in Benennung eingeht, so auch vom geistigen Daseinsteil befreit, ein Muni erreicht das Ende, geht nicht ein mehr in Benennung. Er, der zum Ende ging, besteht er dann nicht mehr? Ist er vielleicht für ewig dann genesen? Das mögest, Muni, du mir gut erklären, denn wahrhaft hast du, schaut du diese Lehre. Kein Maß gibt es für ihn, der hin zum Ende ging, nicht gibt's ein Wort, durch das man ihn erfasst. Wenn alle Dinge völlig abgetan sind, abgetan auch aller Rede Pfade. Wenn man dich, Vatsa, nun fragen würde, in welche Richtung ist das Feuer, das vor dir erloschen ist, gegangen?
In die östliche, westliche, nördliche oder südliche? Was würdest du auf diese Frage antworten? Das trifft nicht zu, O Gautama. Denn dieses Feuer hat den Brennstoff, das Gras und Holz, durch das es brannte, verzehrt. Anderer wurde nicht zugeführt und so gilt es ohne Nahrung als ausgegangen. Ebenso, Vatsa, sind Körperlichkeit, die Empfindung, das Bewusstsein, die Willensregung und das Erkennen, durch die man den Vollendeten, wenn man ihn bezeichnen wollte, bezeichnen könnte, aufgegeben, mit der Wurzel ausgerodet, einer Stätte gleichgemacht, an der einst eine Palme stand und so vernichtet, dass sie nicht mehr wieder entstehen können. Frei von jeder Auffassung als Körperlichkeit, Empfindung, Bewusstsein, Willensregung und Erkennen ist der Vollendete tief, unermesslich und unergründlich wie das große Meer. Entstehen trifft nicht zu, nicht entstehen trifft nicht zu. Entstehen und nicht entstehen trifft nicht zu, weder entstehen noch nicht entstehen trifft nicht zu. Es ist nun im Rahmen einer allgemeinen Darstellung der frühbuddhistischen Lehren leider nicht der Raum, um auf diese bis heute umstrittene Frage nach dem Nirvana ausführlich einzugehen. Nur so viel. So wenig wie es den Buddhismus gibt, so wenig gibt es die Nirvana-Interpretation, weder auf buddhistischer noch auf buddhologischer Seite. Ich musste mich da vielmehr darauf beschränken, kurz zu zeigen, wie sich die Texte des buddhistischen Kanons und die Kommentarliteratur zu dieser Frage verhalten. Im Folgenden werde ich Ihnen einfach diejenige Interpretationslinie präsentieren, die ich am überzeugendsten finde, auch im Hinblick auf die späteren Entwicklungen des Buddhismus. Im Mittelpunkt dieser Interpretation stehen vor allem zwei Textstellen aus dem Digha und Majjhima Nikaya, die ich Ihnen zusammen mit einer meines Erachtens vollkommen zutreffenden Einschätzung des berühmten englischen Buddhologen Edward Conze abschließend vorstellen möchte. Wir werden auf diese Fragen im Zusammenhang mit der Lehre von der Buddha-Natur noch einmal zurückkehren. Es wird vom Sieger gelehrt, dass die Erde, das Wasser, das Feuer, der Wind, die Länge, die Kürze, die Feinheit, die Grobheit und das Gute und so weiter im Bewusstsein aufhören. In jenem Bewusstsein, das unzeigbar und grenzenlos ist und überall herrscht, haben die Erde, das Wasser, das Feuer und der Wind keinen festen Platz eingenommen. Hier im Bewusstsein hört die Vorstellung von der Existenz der Länge, der Kürze, der Feinheit, der Grobheit, des Guten und des Schlechten auf. Hier hören eben die Kategorien Name und Form restlos auf. Ich schließe mich bei meiner Interpretation dem Kommentar Buddha Ghoshas an, der das erste Vinana als Name des Nirvanas und das zweite als phänomenales Bewusstsein deutet. Der Buddhologe Peter Harvey hat diesen Passus in eine Reihe anderer Stellen des Pali-Kanons gestellt, die eine Identifikation des Nirvanas als unendliches Erkennen und auf nichts gestütztes Bewusstsein dokumentieren. So erklärt der Buddha im Majjhima Nikaya dem Brahma Bhakko, das sei die Erde, das Wasser, das Feuer, die Luft, die Kreaturen, die Götter, Prajapati, Brahma und so weiter, kurz, des als Allheit durchschaut und ihr entsagt habe, weil er unmittelbar erkannt habe, woran die Allhaftigkeit von allem keinen Anteil habe. Daraufhin fragt Brahma den Buddha, ob dasjenige, woran die Allhaftigkeit von allem keinen Anteil hat, nicht nutzlos und leer sei. Der Buddha verneint dies, indem er das von allem Losgelöste als unaufweisbares, grenzenloses und allseits lichtes Erkennen konkretisiert. Das Erkennen, das Unzeigbare, das Unendliche, das Allleuchtende, das ist es, wo nicht Wasser noch Erde, nicht Feuer noch Luft eine Stätte findet, in welchem Langes und Kurzes, Feines und Grobes, Schönes und Unschönes, in welchem Name und Form ganz und gar aufhört. No sane man can, in fact, say anything conclusive about the doctrine of the Buddha himself. Even that of the most ancient community is difficult to ascertain. Some Polish scholars have tried to penetrate at least to what they call pre-canonical Buddhism. They assume that wherever the canon contains ideas which conflict with the orthodox theories of the Theravadins and Sarvastivadins, and wherever these ideas are taken up and developed by the Mahayana, we have to deal with a very old pre-canonical tradition, which was too venerable to be discarded by the compilers of the canon. How otherwise could one account for the assumption of an eternal consciousness in the Shatdhatu Sutra or the identification of the absolute of Nirvana with an invisible infinite consciousness which shines everywhere in the Digha Nikaya? Side by side with the oft-repeated negation of an Atman, there are traces of a belief in consciousness as the non-impermanent center of the personality
which constitutes an absolute element in this contingent world. Though generally nirvana is kept transcendentally remote and defined only by negations, there are distinct remnants of a more positive concept and of an unorthodox ontology which regards nirvana as a place or an entity and not merely a state, identical with the eternal and absolute reality and with the translucent thought or consciousness. Deliverance is then conceived as a gradual purification of this consciousness, which finally attains to the summit of the realm of Dharma, from which it will no longer fall back. Und damit ich mich bei dieser Interpretation nicht nur auf westliche Buddhologen stütze, lasse ich abschließend noch den singhalesischen Buddhisten Bhikkhunyanananda zu Wort kommen. Instead of a consciousness of objects, here we have a consciousness which is without an object or support. It is called unestablished and not continuing. Objects play no part in this perception precisely for the reason that the subject is missing. This experience of the cessation of existence, which is none other than Nibbana here and now, is the outcome of the eradication of the conceit I am. The world of sense experience, where laws of relativity dominate, is thus transcended in a sphere which is not somewhere in outer space, but within this very fathom-long body.